ich begrüße dann euch, die zahlreichen Teilnehmer. Es werden von Mal zu Mal immer mehr, das finden wir sehr schön. Jawohl. Das zeigt also, dass mitunter dieses Format vielleicht, was wir hier irgendwie durch Zufall mehr oder weniger so entstanden ist, vielleicht so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Also, traden ist gut und schön, jedoch und so wie jeden Sonntag mit Freunden über das Trading zu reden, ist stellenweise halt besser und schöner. Und so liegt also wie jedes Mal, und diesmal sind wir beim 12. Sendung ja schon, so gesehen also diesem Untertitel des Webinars, es ist ja hier sichtbar, was ist Lust und was ist Pflicht, also auch eine gewisse Bekenntnis zugrunde. So, und diese Bekenntnis wiederum heißt, aus unserer Sicht, aus Jochen seiner Sicht, aus meiner Sicht, also, dass wir niemanden von euch jetzt hier vereinnahmen wollen, genau, sondern dass wir all gerne diese oder all jene mit einschließen, die sich vom Wir-Gefühl der, und das grenzt das ein bisschen jetzt ein, wir reden nicht generell über das Trading, sondern der Markttechnik, Trader-Gemeinschaft in irgendeiner Form halt angesprochen fühlen. So, und wenn ich sage wir, dann ist das ein interessanter Haufen, das ist der Jochen und der ich und beziehungsweise ich an der Stelle mit stellenweise ganz, mitunter vielleicht interessanten, aber stellenweise vielleicht auch ganz krassen Thesen. Manche sprechen dem einen oder anderen einfach, ja, wie sagt man, aus dem Herzen, vielleicht aber auch die ein oder andere These regt einen auf, das darf durchaus auch mal sein. Denn selbst dort, wo wir alle, und das ist halt nun mal so im Börsenhandel, anderer Meinung sind, zeigt das ja alles, wie offen, aber auch wie kontrovers in diesem Thema diskutiert wird. So, und aus diesem Grund heißen wir euch also recht herzlich willkommen für dieses heutige Webinar. Wir sind jetzt im 12. Teil, 20.03. Und das heißt ja im Grunde, wie schnell, und das sieht man ja, wie schnell 14 Tage rumgehen. Wahrlich, ja. Wahnsinn. So, das heißt also, es sind schon wieder 10 Handelstage rum. 10 Handelstage und die letzten Handelstage waren, ohne dass wir da jetzt ins Detail drauf eingehen, aber jeder wird es mit Sicherheit ja nachvollzogen haben, wirklich ein intellektuelles Verwirrspiel mit Dimensionen und Perspektiven, wie immer. Und 10 Handelstage, die unsere Gewohnheiten, Grenzen, ja, uns vor Augen geführt haben. Mal wieder einmal mehr, gell? Genauso ist es. So, und sicherlich ist es einfach rückwirkend, aber das ist ja das, was wir jetzt nicht nur machen wollen, rückwirkend leicht immer zu erklären, worin die jeweilige fachliche Idee eines oder dieses oder jenes Traders besteht. Während aber das eigentlich Wichtige daran, und darauf wollen ja auch der Jochen und ich mich konzentrieren, ja, das Wichtige daran besteht, nämlich die mehr oder weniger auch emotionale Bedeutung. So, und diese kann kaum eigentlich im Grunde umfangreich beschrieben werden. Wir geben uns dennoch Mühe, denn, wie sagt man eigentlich, das ist ja vom Prinzip auch das, was, wie sagt man eigentlich, diese emotionale Bedeutung, diese ergreifende Idee für einen Dreh, dessen Verwicklung, nein, dessen nicht Verwicklung, denn das im Grunde ist es ja das, was den von einem Alltag generell, von einer Handlung im Alltag im Wesentlichen ja unterscheidet. Nämlich, dass man es eben nicht mal ebenso in eine gewöhnliche Alltagssprache alles fassen kann. Wir probieren es dennoch. Wir haben ein paar schöne Trades auch mit dabei. Ich würde Folgendes vielleicht versuchen, ein bisschen vorweg zu machen, dass wir kurz die Rahmenbedingungen für das Webinar rein. 2, 3 Sachen. Man versteht nichts. Ist das kein Ton? Jochen, hört man doch, mich doch. Nicht? Ich verstehe dich sehr gut. Ich höre dich sehr, sehr gut, ja. So. Sehe dich auch gut. Alles klar. Okay. Das heißt also, alle, wir fangen mal an, es ein bisschen warm zu reden. Ganz kurz noch. Dass wir erstmal ganz grob die ein paar Setups jetzt hier kurz erklären und dann legen wir einfach auch schon los. Für die, die ganz neu drauf sind, wie ich eben schon sagte, es geht also weniger darum, jetzt Analysen für den morgigen und die darauffolgenden Tage kommenden Markt da jetzt hier mit euch gemeinsam darzulegen. Darum geht es gar nicht, sondern es werden Trades eingeschickt und diese wiederum, das ist vom Jochen und von mir, das Ansehen werden nicht nur aus fachlicher Sicht gesehen, sondern so wie ich eben sagte, versuchen wir ein kleines bisschen neben den architektonischen Feinheiten rein fachlich gesehen eben auch vielleicht auf die ein oder andere vielleicht unübliche, unorthodoxe Randnebenbemerkung mit einfließen zu lassen, was uns an der einen oder anderen Stelle mal mehr, mal weniger gut gelingt und so wollen wir es halt auch heute halten. Wir haben 3 Trades an der Stelle, die uns, es wurden mehr Trades eingeschickt, ja, aber 3, die wir besprechen wollen, wo der eine Trade auch wieder eine sehr, sehr interessante Frage, ohne dass er es vielleicht so richtig ihm bewusst war, mit aufgeworfen hat, an der wir uns dann, so wie bei jedem Webinar, dann länger aufhalten können. So, und wenn ich von wir rede, dann möchte ich erstmal im Großen und Ganzen uns auch ein kleines bisschen vorstellen, die Kurzfassung davon. Das heißt also, der eine oder andere, was mich jetzt betrifft, kennt mich vielleicht dann von den Büchern, das große Buch der Markttechnik, die Buchreihe der Händler, die 8-teilige, das Arbeitsbuch der Markttechnik, in der gestalte ich also
was das Thema Markttechnik betrifft, an der einen oder anderen Stelle hier ein bisschen mit inhaltsreich bzw. tiefgründig das eine oder andere versuchen möchte, nicht nur zu darzulegen, sondern vielleicht auch ein bisschen herzuleiten. Meine Kontaktdaten würde im Zweifelsfall stehen hier mit dabei, beziehungsweise was jetzt hier nicht steht, ist, ach doch, da oben steht es ja Facebook auch, weil da mache ich hin und wieder, eigentlich jede Woche, auch immer ein Video, das geht 20, manchmal 30 Minuten, ein kleines bisschen, was fachlich gerade in den aktuellen Tagen ansteht, ohne dass das eine Analyse gleicht. Das könnt ihr bei der Markttechnik der Facebook-Seite immer mit abrufen, den Hinweis nur, weil das ist jetzt seit kurzem da auch regelmäßig. So, aber ich bin nicht alleine. Ich habe als Flügelmann jetzt hier hinter mir, sehen wir es ja neben mir, ich weiß nicht, wo man das Video bei euch sieht, das Bildchen, den Jochen. Jochen, seine Kontaktdaten sind hier und Jochen, na dann. Ich genau. Ich gehe mal rüber ins Hauptstadtstudio. Oh Gott, bitte nicht Stuttgart als Hauptstadt. ich bin halt wieder zynisch. Nein, erstmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich habe vorhin mich eingeklinkt. Ich war vorhin noch im Kämpfen mit diesem verlorenen Speicherstand. Deswegen sorry. Also nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem in der Zwischenzeit wirklich erfolgreichen Webinarformat. Die Anmeldungen sind wirklich steigend, was mich extrem freut, weil es ein Webinar ist, wo es eben nicht darin geht, steigt der DAX oder Gold. Wie geht es weiter? Das ist genau das nicht, was wir hier machen. Und umso schöner ist es, dass viele Leute doch erkennen, man kann den Börsenhandel natürlich von der einen, aber auch von der anderen Seite angehen. Ein ganz wichtiger Part am Werdegang eines Traders ist die Selbstbeobachtung. Das klingt jetzt wieder so geschwollen, ist aber, ja, wie will man es anders beschreiben? Und die Selbstbeobachtung hat am Anfang natürlich immer viel mit der Technik zu tun. Ja, ich habe mich auch damals gefragt, ja, zeig mir ein Setup, wie komme ich in den Markt, weil dann mache ich ja Geld. Aber irgendwann checkst du ja, dass das alleine nicht hilft. Ja, du kannst das beste Setup haben und dennoch dein Trading so vergurken, dass die Glocken bimmeln. Also irgendwann kommt man auf sich selber zurück. Das ist diese Emotionalität, von der Micha gesprochen hat. Und diese Eigenbeobachtung in Kombination mit der Technik und mit dem Money Management, Risk Management, ist für mich immer die heilige Dreifaltigkeit, wenn es darum geht zu sagen, man hat eine Handelslogik. Wer bin ich? Für diejenigen, die sich zugeschaltet haben, mich noch nicht kennen oder das Webinar noch nicht kennen, das Format. Mein Name ist Jochen Schmidt, bin jetzt seit 17 Jahren Vollzeit-Trader, wenn ich meine 5 Jahre Lernphase mit dazu rechne, dann klingt es immer wichtiger. Man kennt mich in der Regel durch eine Live-Trading-Webinar-Serie bei einem anderen sehr, sehr großen Broker, in Deutschland und natürlich von Messeauftritten, als es noch Präsenzmessen gab, World of Trading als Speaker auf der Bühne oder in kleinen Seminarräumen. Ja, mein Spitzname ist der Webinator, weil ich unheimlich viele Webinare gemacht habe. Vielleicht, weil ich das gar nicht mehr dazu sage, ich werde oft als Daytrader bezeichnet, was auch stimmt. Ich bewege mich hauptsächlich in meinem Trading auf kleineren Zeiteinheiten, teilweise auf den kleinsten Zeiteinheiten, aber in der Zwischenzeit hat sich mein Trading auch so verändert, dass ich so um die 30% längerfristige Trades habe, wo ich auch über Nacht halte. Ja, das hat, also man merkt, im Laufe der Jahre verändert sich das, der Blick auf den Markt, das Empfinden des Tradings. Und nochmal, wer zu mir Kontakt haben möchte, ich mache nebenbei, nicht hauptberuflich, gebe ich Einzelunterricht oder Coachings, muss aber eins dazu sagen, ich bin im Moment ausgebucht. Ich nehme also keine neuen Anfragen mehr an, weil sonst habe ich gar keine Zeit mehr für mich selber und die Stimme ist irgendwann auch kaputt. Man hört es, ne? Leicht. So, in diesem Sinn gebe ich jetzt an den Großmeister zurück und harre mal den Trades, die da kommen. Übrigens an der Stelle ganz, ganz lieben Dank für die, die noch eingesendet haben. An den Detlef, an den Ralf. Und heute, lieber Sergej, kommst du dran. Du hast super ausgearbeitet. Und an der Stelle noch ganz kurz. Es ist so, natürlich sammle ich die Trades. Wir können sie nicht immer an einem Abend besprechen, aber ich bin immer ganz glücklich, wenn ich einen Puffer nach hinten habe. Für die Einsender ist es natürlich jetzt nicht toll, wenn ihr da immer warten müsst und fragt, kommt jetzt endlich mein Trade dran oder nicht. Aber ich bitte wirklich um Verständnis. Micha und ich telefonieren immer und sagen, wie viel hast du eingeschickt bekommen? Ja, noch gar keinen. Ja, ich auch nicht. Und dann denkt man immer, um Gottes Willen, hoffentlich schickt noch einer ein. Meistens schickt noch einer und deswegen an der Stelle die klassische Aufforderung, wenn Sie ein kostenloses Besprechen Ihres Trades haben möchten, bereiten Sie einen Trade auf, egal ob Verlust oder Gewinn, egal ob Echtgeld oder Demogeld, völlig wurscht, ja. Anonymisiert, wenn Sie es wünschen. Und bitte beschreiben Sie, warum Sie den Trade gemacht haben, warum Sie ausgestiegen sind und da es um die Markttechnik geht. Bitte schön, wenn es auf kleineren Zeiteinheiten ist, auch eine saubere Herleitung. Das heißt, höhere Zeiteinheit, kleinere Zeiteinheit. Und jetzt kann man den Trade nachvollziehen. Das wäre super duper an die Adressen, die Sie hier sehen. Bitte, wenn Sie einsenden, möglichst an meine E-Mail-Adresse und bitte die Screenshots, die Sie haben, per JPEG oder JPG-Format beilegen. Nicht in Folienpräsentationen einbinden.
Ich habe da oft ein Problem wegen der Kompatibilität. So, jetzt aber zurück an den Micha. Super, super, super. Also, Trades, darum geht es. Und die Rahmenbedingungen, Randbedingungen und vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusste links und rechts, ja, Rahmenbedingungen, das wollen wir heute auch wieder durchsprechen. So, aber wir sind nicht alleine und da sind wir dann auch schon durch. Eine kurze Werbeeinblendung muss einfach sein. Nichtsdestotrotz ist es einfach so normal, dass WH Self-Invest das Ganze hier ermöglicht. An der Stelle also schönen Dank an WH Self-Invest. Viele von euch sind ja vielleicht auch Kunde dort. Die haben eine Menge Plattformen etc. pp. Der Risikohinweis, auch wenn wir jetzt keine Analysen machen, wenn noch, blende ich ihn ein, dann sind wir rechtlich auf der richtigen Seite. So, dann kann ihn jeder lesen, auswendig lernen oder was auch immer oder ausblenden, was auch immer jeder möchte. Eingeblendet zumindest ist er da. Und dann würde ich vorschlagen, fangen wir dann eigentlich auch schon an. Micha, bevor du weitermachst, noch ganz kurz, wenn es technische Probleme gibt beim einen oder anderen, was hilft, ist immer wieder sich mal abmelden, neu einloggen. Das manchmal bereinigt das, wenn irgendwas hängt. Jemand sagt auf seinem iPhone versteht er nichts, es ist extrem leise. Und jemand anders sagt, er könne mich oder dich nicht sehen. In Zoom habt ihr die Möglichkeit, hier Einstellungen zu machen, wie ihr eure Kamerafensterchen haben wollt. Das Doofe ist, ich sehe gerade nicht euren, ich sehe es immer aus Moderatorenseite, aber das ist eigentlich dürfte es kein Problem sein, wenn ihr nach Kamera oder Video mal guckt und dort die Einstellung genau anschaut. Weil wir haben es so eingestellt, wenn ich rede, sieht man mich, wenn der Micha redet, sieht man den Micha. Also ihr müsstet das eigentlich sehen oder diejenigen, die Probleme haben. Micha, zurück zu dir. So, na dann würde ich vorschlagen, fangen wir an. Ablauf wird so sein, ich habe hier zwei Trades, die in ihrer Inhalt, wir werden es gleich sehen, zumindest in der Fragestellung vielleicht ähnlich sind, ohne dass sie sich natürlich dessen bewusst sind. Klar, das ging ja nicht, sind ja zwei völlig untereinander unabhängige Trader. Und die möchte ich gerne mit durchsprechen mit einem fachlichen Thema, was ich denke, vielleicht mal mit euch diskutieren zu können, mit dem Jochen natürlich gemeinsam. Und dann hat der zweite eingeschickte Trade eine interessante Frage mitgeschickt. Die hat er mehr so beiläufig mitgehangen, aber ich habe sie dennoch mal so rausgepickt. Vielleicht können wir uns daran auch etwas länger aufhalten. Er hatte nämlich gefragt im Wesentlichen, was der Unterschied denn ist. Das fand ich sehr spannend. Ich nehme es mal nur schon vorweg. Was der Unterschied zwischen einem Anfänger und doch einem erfahrenen Trader ist, wenn doch, und das war seine Frage, doch das Fachwissen, wie alle sagen und auch wir hier, doch so enorm klein und wenig sei. Was macht denn jetzt also den Anfänger von einem Fortgeschrittenen beziehungsweise sogar von einem Erfahrenen aus? Spannende Frage, vielleicht können wir uns dieser widmen. Aber vorab zu dem Eigentlichen, nämlich dem Trade. So, passt auf. Heute hat mir der Herr Obacher auch noch eingeschrieben, vielleicht ist er hier mit dabei, den Trade machen wir das nächste Mal durch, das kam mir ein bisschen zu spät, aber ich habe jetzt zwei Trades, einmal vom Jan und einmal vom Marc. Ich habe die Trades hier oben wie immer ein bisschen zusammengefasst, das heißt, der Text, der da oben steht, das ist einfach zusammengefasst dessen, was in den E-Mails, manchmal ist das sehr umfangreich, kopiert dann habe und ein bisschen gekürzt habe. Hier hatte sich der, warte mal, das war der Jan mit dem Goldtrade, genau, sehr viel Mühe gegeben, hat er schön die PDFs gemacht. Im Wesentlichen aber gebe ich erstmal die Biografie kurz mit und dann denken wir uns kurz hinein. Und im Grunde gibt es hier auch gar nicht so viel zu sagen, weil es ist ein sehr schöner Trade, der dann eine Frage hat, die ich aber dann, wir werden es gleich sehen, mit dem zweiten eingeschickten Trade zusammen verbunden beantworten möchte. So, das ist der Goldchart, den wir hier sehen. Das denken wir, haben wir ja alles die letzten Tage gesehen. Das heißt also, während Öl die letzten 10 Tage ja so nach oben ging, als wäre es der letzte Tropfen, danach ging es wieder aber steil nach unten, war das ja so ähnlich auch beim Gold. So, dieser Trade hier ist also im Gold gestartet worden. Es ging im Wesentlichen um den Trendhandel und das auf kleinster Trendgröße, in dem Fall den Minutenchart. So, eingeschickt wurden jetzt drei Bilder waren es, beziehungsweise drei habe ich jetzt hier reingemacht. Erstmal das große Bild im Gold. Das kennen wir ja alle erstmal im Wesentlichen. Das heißt, Sekunde, ich muss mal mein tolles Maltool hier anmachen. Ich weiß jetzt nicht, wann der Screenshot genau war, aber im Großen und Ganzen sind wir ja jetzt hier so auch unterwegs. Das heißt hier das eine hoch, was nah zu dem jetzt hier auf linken Seite jetzt auch vom Jahren mit anmarkiert worden ist. Das haben wir alles mitgekriegt. Und Gold, ich weiß nicht, wer von euch Gold handelt. Gold ist ja eines von jenen Märkten, das haben Rohstoffmärkte generell ist denen sehr eigen. Ne? Wir haben mitunter sehr saubere Verläufe, soweit okay. Aber die Moment, ich muss mal gucken, dass meine Maus hier richtig geht.
er macht das nicht richtig. Ich glaube, jetzt geht es besser. Wohingegen aber, wenn es um die Korrekturen kommt, die kommen mitunter nicht so mal ganz bummelig irgendwie rein. Gibt es auch Ausnahmen, unumstritten, aber im Wesentlichen zack und dann sind wir wieder da oben. Und Gold ist auch so ein Markt, ja. Also so mit ganz engen Stops von 10, 20 Cent, so irgendwie sowas, das funktioniert was sicherlich nicht so richtig gut. Da muss man schon ein bisschen mehr hinlegen. Alle mal in der letzten Zeit jetzt hier gewesen. Ja. So. Natürlich, Gold in aller Munde, es ist Krieg, es ist hin, es ist her, also die halbe Welt da draußen, der halbe Planet, der brennt, von daher geht man natürlich davon aus, dass Gold erstmal ganz pauschal weit nach oben steigen müsste, aber mit dieser Pauschalität kommen wir natürlich im Trading nicht sehr weit, weil da bleibt immer noch die Frage, wo setze ich den Stop hin und ist das, was jetzt kommt, nur ein Rückläufer oder geht die ganze Rechnung nicht auf? Von daher war jetzt die Überlegung vom Jan folgende, er hat das jetzt hier mal näher aufgeklappt, Sekunde, so, da haben wir es. So, Achtung, jetzt sind wir tief drinnen auf einer untergeordneten Zeit. Moment, jetzt geht's hier. Ich weiß nicht, was der heute hier hat. Na, wir werden das schon. Was machst du denn schon wieder? Muss ich mein Hawaii-Hemd anziehen? Zu viele Knöpfe. So, das heißt also, im Wesentlichen ist der Gedanke vom Jan folgendes gewesen. Hier ist also eben jenes beschriebene Hoch, was hier hinten drin nachher, also so gesehen, nochmal ein weiteres Hoch hat, wo er nicht so richtig drüber ging. Und jetzt war die Überlegung vom Jan, das ist jetzt hier aufgeklappt in diesem Verlauf. Der eine oder andere, wie gesagt, ist sich dessen auch noch vielleicht sehr bewusst, weil es wirklich steil im Öl, im Gold nachher runterging. Es hier jetzt keine weiteren Hochs mehr kam, sondern der Markt ganz und gar was hingelegt hat. Der Jan hat sie auch hingeschrieben, ein Trendbruch. In dessen Folge er aber den Trendbruch selber nicht handeln konnte, das hat er dann auch beschrieben, war er irgendwie nicht da, wie auch immer, und er jetzt gesagt hat, okay, dann handle ich aus der Korrektur heraus. Das heißt also, der Markt ging jetzt noch ein ganzes Stück weiter runter, da sind wir hier unten, und jetzt war es für den Jan wichtig, jetzt sich hier oben, wir sehen es gleich nochmal auf einer anderen Folie etwas deutlicher, in die Korrektur hinein, hatte jetzt hier auf diesem etwas feineren, wir sehen es in der nächsten Folie, etwas feineren Trend jetzt hier runter seine Stops einfach nachgezogen. Ja, und gut. So, das ist erstmal die Grundidee. Also, hier drüben das große Hoch. Das war seine Überlegung. Mal gucken, ob der Markt es hält oder nicht hält. Aber das allein hat ihm nicht gereicht für einen Short-Dreh. Das ist richtig. Sondern er hat auch abgewartet, bis untergeordnet jetzt eine Korrektur, die wiederum Trendeigenschaften hat, auftaucht. Das war jetzt hier auch der Fall. Und dieser Trend, der ab hier ja jetzt da ist, Punkt 2, hier oben wegen mir groß der Punkt 3. Ich nehme mal eine andere Farbe, ich glaube, mit dem Grün, man sieht es nicht richtig. So, hier die 3 und hier die 2, war hier die Korrektur und dann ging es runter. Nun gut, wollen wir mal schauen. Aha, Moment, geht noch nicht. Jetzt ist weg. So, hier sehen wir es schön. So, hier sehen wir jetzt den Trend nochmal in der Nahaufnahme. Gucken wir es uns gemeinsam nochmal an. So, da haben wir es. So, und jetzt die Frage einfach jetzt generell in die Runde. Ja, nein, vielleicht. War das richtig? War das falsch? War das besser? Was auch immer. Sein Einstieg war also genau an der Stelle jetzt hier. Sein erster Stop lag an den Hochs hier oben. Wir sind also wirklich jetzt verdammt fein auf dem 1-Minuten-Chart hier unterwegs. Und jetzt kam die erste Korrekturbewegung. Korrekturbewegung, Korrekturbewegung, Korrekturbewegung und so weiter und so fort. Und hier unten, wo das erste Mal der Markt jetzt, wir reden ja wie gesagt von dem Dreh, der hat jetzt keine Tage, sondern wenige Minuten gedauert, wo der Markt hier über die letzte 3 drüber gegangen ist. Er hat sie nur mal angetippt, ja, zack, war die ganze Position dann im Grunde geschlossen. So, im Wesentlichen war seine Frage dahingehend, natürlich, ob der Trade generell okay war. Die zweite Frage geht aber dahingehend, dass der Stop in seinem Fall ziemlich nah am Markt war. Ne? Also der, wo er eingestiegen ist, zum Abstand zu diesem Hoch hier oben, da war jetzt punktetechnisch hier jetzt nicht so viel Abstand. Daraufhin er diesen guten Einstieg, und das ist seine Frage, hätte er die Positionsgröße höher nehmen können oder hätte er sie niedriger nehmen können? Im Wesentlichen also die Frage ist, was das Thema Risiko, beziehungsweise in dem Fall jetzt Geldmanagement betrifft, ist, wenn ein Markt näher an die 3 beispielsweise rankommt, es sinnvoll mehr zu nehmen im Vergleich zu, wenn der Markt eben einen höheren Abstand dazu hat. So, das heißt also, mit einer variablen Positionsgröße zu agieren, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee oder ist das eine Idee, die man diese oder so, also wo man mehrere Gedanken verfolgen kann und beide müssen mitunter fachlich gar nicht falsch sein. So, erstmal zum Trade selber, Jochen, aus deiner Sicht. Ja, alles gut soweit.
Okay. Ich denke auch, also jetzt hier, auch wenn ich gerade gezogen, aber darum geht es nicht, die Trendlinie ist okay. An der Stelle gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Sekunde mal, auf die Folie zuvor. Moment, da muss ich hier immer das Maltool ausmachen, sonst geht es nicht. Gehen wir noch mal auf die Folie hier zuvor, da sehen wir das sehr deutlich. Vielleicht lässt es hier nochmal für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht nicht ganz so vertraut ist mit der Markttechnik oder ein bisschen neuer dabei ist. Hätte jetzt der, ich muss nochmal auf den Zettel gucken, hätte der Jan beispielsweise hier drin einfach einen Short Trade gemacht, beispielsweise, dann ist das eben schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie diesen Short Trade hier. Weil hätte er diesen Short Trade hier drin gemacht und hätte diesen auf eine Minute runter gehandelt, dann hätte man diesen ganzen Trade, auch wenn er am Ende positiv ist, nehmen können und sagen, ab in die Tonne. Ja. Ab in die Tonne und ganz tief nach unten durchgetreten. Warum? Weil wir ja jetzt hier bis zu dem Zeitpunkt hier ein Bilderbuch großen Punkt 1, 2, 3 haben, also einen gigantischen Aufwärtstrend, der selbst nochmal unterteilt ist in einen kleineren, der nach oben kommt. Das heißt, hätte er, was er ja nicht hat, ich möchte es wie gesagt nur erklären, hätte er hier drinnen jetzt diesen Trade aufgeklappt gemacht, selbst wenn er positiv gegangen wäre, hätte er so gesehen ja eine Großwetterlage vor sich gehabt, die alles andere als die Short-Richtung vorgegeben hätte. Das war ja aber nicht der Fall, sondern an der Stelle hier jetzt haben wir ja wirklich einen Abwärtstrend und Achtung, er handelt ja nicht diesen Trend. Und jetzt kommen wir immer in etwas, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen schon, jetzt nicht bei uns, sondern im Gespräch mit Dritten, nämlich, dass es schwierig ist, einem vielleicht, der jetzt nicht ganz so dabei ist oder vielleicht nicht ganz aufmerksam zuhört, wie auch immer, zu erklären, zu sagen, Moment mal, Achtung, ich möchte einen Trend handeln, aber ich handle in der Korrektur, wo der eine oder andere sagt, hä, das kann ja nicht sein. Du kannst doch nicht in einer Korrektur runterwärts den Trend handeln, weil es ist doch eben nur die Korrektur. Mhm. Soweit es stimmt es ja. Aber Achtung, was der Jan gemacht hat, ist ja in dem Bewegungsast runter, hat er sich jetzt in dem Fall noch nicht aufgehalten, sondern in dem zweiten Bewegungsast. Und hier drinnen wiederum hat er ja in diesem Bewegungsast hier nicht den ganzen Trend gehandelt, weil dann hätte er ja hier seinen ersten Stop hier hochlegen müssen, sondern er hat ja innerhalb dieses Abwärtstrendes hier den Bewegungsast gehandelt und den wiederum untergeordnet als kleinen Trend. Das heißt, seine Großwetterlage ist diese und nicht die ganz große. Von daher passt es wieder. Und da ist es stimmig. Also diese Überlegung, er handelt doch einen Trend innerhalb einer Korrektur. Wenn man es ganz einfach nur so in den Raum wirft, könnte es Fragen aufwerfen. Erklärt man es ein bisschen genauer nochmal an der Stelle, dann wird es klar, dass er ja von diesem Trend hier redet, von dieser Korrektur. Und das alles findet halt übergeordnet statt. Also so gesehen sehr toll, sehr schön. Ich denke, da gibt es nicht weiter was dazu zu sagen. Fragen in die Runde, wenn von euch, von den Teilnehmern. Michael, wenn du erlaubst, also da steht der Trendbruch, das stimmt nicht. Der Trendbruch ist ja schon viel früher links. Es ist ein Abwärtstrend an der Stelle. Ja, vielleicht, das gibt nicht recht. Also vielleicht ist hier das Wording ein bisschen ausgewählt, weil es ist ja nicht nur der Trendbruch, sondern wo ich die ganze Zeit gesagt habe, es ist ja wirklich, also es ist ein Trendbruch plus Wechsel. Genau. So gesehen wäre es richtig. Okay. In der Beschreibung selber hat das dann auch so mit drin, aber für den einen oder anderen vielleicht, der neu jetzt mit dabei ist, ist es richtig, es müsste Trendbruch plus Wechsel stehen. Ja, das Interessante ist ja, als dieses Doppeltop gemacht wird, ich sage jetzt auch schon Doppeltop. Ja, hier oben links. Ja, dann. Genau. Da ist ja das Runterrauschen von dem Ding, das bricht ja meines Erachtens erstmal den Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Natürlich kann man ihn über die Trendgrößen unterschiedlich definieren, aber was dann schön hochkommt, dieser Aufwärtstrend, der dann abgetragen wird, so knapp vorm Hoch. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, worauf ich extrem achte, wenn links ein Trendbruch ist. Also ich sage, da möchte ich genau gucken, wie so ein Aufwärtstrend gestaltet ist. Kommt der mit Schmackes oder kommt er langsam zugelig? Und beim letzten Bewegungsast wird er immer dünner. Das kannst du richtig gut sehen. Ne? Und dann geht es halt langsam in die Tiefe runter. Also man darf immer nicht vergessen, oder das ist jetzt ein bisschen weit weg vom Thema, aber einfach nur der Markt, dass einfach nur runter und ein Stück hochkommt, würde vielen und auch mir und dem Jochen auch nicht reichen, sondern viel schöner wäre noch, wenn er wirklich mit einer AB-Kultur kommt. Ja,
Das heißt, er macht wirklich nochmal einen Aufwärtstrend. Also er zeigt etwas an, was am Ende überhaupt nicht relevant ist. Also doch, es ist schon, also es ist ja da, aber im Nachgang geht es ja doch so nach unten. So, das heißt, ich sehe hier nochmal einen Aufwärtstrend, der nur am Ende des Tages eben nicht das verspricht oder nicht hält, was er verspricht. So muss man ja sagen, gell? Und es geht nach unten. So, und hier, gell, der erste Punkt 2, da ging er gar nicht so richtig drüber. Der nächste hier schon auch schon nicht mehr. Und jetzt eiert er so ein Stückchen nach unten und jetzt zack. Und jetzt Rums, ist es dann auch klar. Und jetzt hat man es ja an der Stelle erstmal schriftlich, dass scheinbar für den Moment da oben Ruhe ist, was aber, Achtung, man nicht vergessen darf, je weiter es hier nach unten geht, umso wichtiger, umso größer wird ja diese 2 hier von ihrer Bedeutsamkeit. Genau. Gell? Die wird ja immer größer, je weiter der Markt nach unten geht. Also das Thema ist ja hier oben nicht für alle Ewigkeit gestrichen, im Gegenteil. Ja. Gut, ein schöner Trade an der Stelle, Jan. Ich denke, ich würde da jetzt nichts weiter dazu sagen. Auch das ist sehr gut, sehr guter Trade, ja. Einfach gut. An der Stelle vielleicht nur ein kleiner Hinweis, ein kleiner am Rande. Gehen wir nochmal auf die Folie. Wer kennt es nicht? Es ist dann ein bisschen eine Geschmackssache, das ist nur so am Rande. Die Frage immer, was weiß ich jetzt, beim Abwärtstrend und hier müsste der Stop liegen oder bei einer Periode. Ja, es könnte ja auch eine Periode sein, wo man sagt, ja, hier oben müsste der Stop liegen. Gell? Es gibt den alten Spruch und der hat mir ja schon oft das Leben gerettet, dran ist nicht drüber. Dran ist nicht drüber. Ja, das heißt also, dieses genau drauflegen, um nachher zu sehen, der Markt ging dran. Wer kennt es nicht mit Perioden? Gell? Genau dran und es ist drüber. Also da hat man gerne hier einfach so einen kleinen Betrag, den man oben drüber macht, sei es Punkte oder Euro oder was auch immer, je nach Markt. In unserem Fall also jetzt hier ein paar Cent drüber. Die, und da bin ich der Meinung, musste man jetzt nicht so pingelig sein, ob das nun 2 oder 7 Cent ist oder macht da große mathematische Experimente an der Stelle einfach ein Stück höher. Für den Fall nehme ich, dass der Markt was nur macht, dass er da oben wirklich nur die Stops holt und nachher nach unten raus. Genau. Ja, der Klassiker einfach. Das heißt, eine gewisse Unschärfe an der Stelle hätte ich hier auch noch an den Tag gelegt, allen voran, weil ja hier unten noch ein großer Punkt 2 ist. Das heißt also, der Fakt, weil hier eine große 2 ist und hier der Markt runterkommt und das ja der erste Bewegungsschub ist, Teil 1 und unten drunter der zweite, würde ich mir nicht im zweiten, so doch aber im ersten mir erlauben, hier wirklich, so wie er es hier auch gemacht hat, die Stops ein kleines bisschen wegzunehmen. Das hätte ihm hier mitunter einfach den Trade noch ein Stück gerettet. Wer weiß, wie es nach einem Nachgang ausgegangen ist, mal eine andere Geschichte, gell? Aber wir mussten ja nicht vom Einzelfall ausgehen, ob richtig oder falsch, sondern einfach erstmal ganz im Generellen. Ja, da gibt es noch drauf, dran, drüber, sagen die Panzergrenadiere, meines Wissens. Ah, oh, ist halt wieder militärisch. Jesus. Gut, das dazu. Zu der Frage, was dann Trades betrifft, entschuldige, was die Positionsgröße betrifft, möchte ich gleich drauf eingehen. Ich möchte den zweiten Trade aber vorher mitnehmen. Jochen, also von deiner Seite auch, gell? Ja, ein sehr schöner Trade eigentlich, ein Klassiker, ja, muss man so sagen. Jetzt Achtung, jetzt kommt was Schönes. Ich muss schmunzeln, Marc, an der Stelle, weil du hast dir wirklich Mühe gegeben, du hast das sehr umfangreich geschrieben, deswegen habe ich das ein bisschen auch zusammengedampft. Marc, und vor allen Dingen hier, das gefällt mir bei dem Trade, dass du auf eine Frage stellst, die vom eigentlichen Problem so weit weggeht. Marc, ich will es dir mit erklären, wir wollen das machen. So, pass auf, Folgendes. Es geht hier um den Dow. Wir sind jetzt also mit dem zweiten Trade. Das hat jetzt also mit dem ersten gar nichts zu tun. Das ist ein anderer Händler, ein anderer Trader. Hier geht es um den Trendhandel im Dow auf 5 Minuten. Und Achtung, der Markt sagt, er handelt eine Serie. Das heißt, was wir sehen, ist nicht ein Trade, sondern die jetzt kommen, ist ein zweiter und ein dritter. Die werden kurz hintereinander durchgehandelt im selben Markt. Marc spricht aber von einer Serie. Ich habe das deswegen, Achtung, ich habe es ja hier oben immer so rauskopiert und hingeschrieben, für mich, dass ich es immer noch zum Lesen habe. Deswegen habe ich hier hinten ein Fragezeichen hingeschrieben, weil für den Marc war das keine Frage. Für mich schon. So, nun gut. So, seine Frage bezieht sich darauf, ob in der aktuellen Marktphase, generell jetzt alles gerade, der Bewegungshandel dem Trendhandel vielleicht vorzuziehen sei, allem voran, weil seine Trades nicht so funktioniert haben wie angedacht. Er wollte also, ja, das dann auch immer reingezeichnet, Trendhandel machen, aber es hat nicht funktioniert. Nun gut, so und dann, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn das Fachwissen im Trading, wie überall gesagt, so wenig ist, was unterscheidet einen Anfänger von einem erfahrenen Händler? So, tun wir mal die Frage hier unten später machen, die machen wir ganz am Ende. Gehen wir erstmal den Trade durch. So, und jetzt, ich sage mal noch gar nichts dazu. Ich sage mal gar nichts dazu, ich erkläre es erstmal nur. Vielleicht ist dem einen oder anderen fällt was auf. Mir ist es erst beim zweiten Mal so richtig aufgefallen, wo ich das zweite Mal drüber geschaut habe. Und dann, bumm. So, also Marc,
Hab Nachsicht mit uns. Wir müssen hier ziemlich deutlich werden. Was er gesehen hatte, war hier drin ein Punkt 2. Das hat er ja reingeschrieben. Soweit er auch einverstanden. Hier unten ist die 3 und er ist hier reingegangen. In diese Periode. Seine Idee war, den Trendhandel zu machen. Okay, haben wir auch verstanden. Fachlich richtig setzt er seinen Stop wohin? Hier unten hin. So, ich mal es nochmal zurück. Das sieht also so, geht er rein in den Markt, zack, er setzt seinen Stop hier runter und was passiert? Der Markt fliegt unter die 3. Das ist das, was hier ausgestoppt ist. So, Achtung, er hat hier reingeschrieben, wo rein, wo raus, so und so viele Punkte und Achtung, er handelt diesen Trade, ich schreibe es absichtlich mal hin, weil es mir nämlich nach einem Nachgang erst beim zweiten Mal aufgefallen. Achtung, ich schreibe es hin. Er handelt ihn mit 5, mit der Einheit von 5. Ich weiß nicht, Future, nee, CFTs waren es. Er ist ja auch völlig Banane. Er handelt die Einheit von 5. So, an diesem Trade gibt es bis dato fachlich überhaupt nichts zu meckern. Achtung, was wir aber nur sehen, ist ja die reine Signallage. Mhm. Aber fachlich kann man da auch nicht viel falsch machen. Also das müsste man ja mutwillig etwas falsch machen im Trendhandel. Also böswillig, mutwillig. Außer wenn du sagst, ich gehe an der 2 rein und an der 3 raus. Also hier ist die Fehlerquelle, jetzt losgelöst vom Ergebnis, ja im Grunde 0. Nun gut, gehen wir einen Schritt weiter. Achtung, jetzt muss ich gucken, wartet, wie geht das? Genau, so Achtung, der erste Trade, der hing hier oben drin. Mhm. Das war der erste Trade, der hat jetzt nicht eingezeichnet, hier ist er raus. Das war der erste Trade. So, jetzt wird der zweite Trade eingezeichnet. Deswegen schreibt er von einer Serie. Der Markt ging weiter runter, beschreibt er jetzt auch und jetzt handelt er den nächsten Punkt 2, der hochkommt. Mhm. Der Trend wurde gebrochen und hier zieht aus Sicht von Markt das Thema wieder auf. Der Markt zieht wieder an und das tendenziell, sprich mit einem Punkt 2 und einem Punkt 3. Hier konnte er jetzt auch zweimal seinen Stop nachziehen und wird hier wieder ausgestoppt. Seine Idee war, hier rauf zu handeln als Trend. Der erste Trade war hier oben, das war das Ding. Der zweite Trade ist hier drin. Der erste mit Minus, der zweite mit einem kleinen Plus. Also mit einem Plus. Einverstanden? Achtung, diesen Trade hier hat er gehandelt mit 5 Kontrakten. Diesen hier wiederum handelt er gerade mit 9. Hat er hier reingeschrieben. Sag gleich was dazu. Soweit einverstanden? Denke, soweit erstmal okay. Fachlich ist dieser Trade und dieser Trade gleich auf der, ich betone es, Signallage. Ah. Okay, so, weiter. So, wartet. So, jetzt der dritte Trade. Wartet, ich muss mein Mal machen. So, nochmal zur Orga, also dass wir uns verorten können. Das hier war der erste Trade. Hier drin war der zweite Trade. Und jetzt kommt der dritte und alles zusammen, wie gesagt, ist seine Serie, was er sagte. So, wollen wir schauen. So, der dritte Trade. Achtung, das hat er auch beschrieben, weil er jetzt hier schon ausgeblubbt und der Markt hier runtergelaufen ist und er hier oben diesen Hochpunkt ansteuern wollte, hat er diesen Trade sogar, was für ihn unüblich war, nachts gemacht. Wegen mir, sei es drum, ob Tag oder Nacht, ist ja erstmal völlig egal, Tagschicht, Nachtschicht, Spätschicht, wurscht. Fakt ist eins, er sieht hier auch wieder einen Punkt 2 und einen Punkt 3 und wird hier im Nachgang auch wieder ausgestoppt. Er geht in die 2 hier oben rein, zack, jetzt geht der Markt hier rauf, eiert runter und hier unten zirpst ihn aus, hier an der Stelle und das ist die Stelle hier hinten. Soweit einverstanden? Mhm. So. Diesen Trade wiederum hat er mit 15 Kontrakten gemacht. Jetzt muss ich noch mal überlegen, weil ich glaube, was war der erste? Ich habe es jetzt nicht gemerkt. 5, 9, genau. Ja. 15. Jawohl. 5, 9, 15. So, jetzt sind zwei Themen, die im Grunde da sind. Seine Frage war, ist denn der Trendhandel, weil in seiner Art und Weise hat es jetzt nicht so funktioniert, denn momentan den Bewegungshandel, also anders ist der Bewegungshandel, den Trendhandel vorzuziehen. Das wäre seine Frage jetzt aktuell erstmal, weil sein Trendhandel nicht so funktioniert hat. So, jetzt fragt er sich, ist das besser, wenn ich statt eines Trendes eben die Bewegung handle? Nun gut, also hier mich auf Perioden konzentrieren. Jetzt würde ich sagen, lieber Marc, ich möchte diese Frage mal überhaupt nicht beantworten, weil diese Frage aus meiner Sicht dem resultiert, weil du sagst, hey, ich mache mit dem Trendhandel ja hier nur Minus scheinbar. Jetzt habe ich beim zweiten Blick, weil das hat der Marc nicht mitgeschickt, mir mal angeguckt, wo dieser Trade stattgefunden hat. Das heißt, was wir nicht sehen, ist die Lage von, der übergeordnete Marktverlauf, den hat er mir nicht mitgeschickt. Jetzt weiß ich nicht, ob er ihn mir absichtlich nicht mitgeschickt hat oder ob er es gar nicht drauf geachtet hat. So, jetzt Achtung für euch. Wir haben diese drei Trades im Kopf.
Und es ist wirklich, deswegen, also im Grunde ist es eines der schönsten Trades, den wir bis dato mit eingeschickt bekommen haben. Ich betone es nochmal. Gleiches Signal, gleiches Signal, gleiches Signal. Einfach nur ein Punkt 2 und ein Punkt 3. Okay. So, und jetzt, das habe ich eingefügt hinten. Warte mal, nee, sieht man nicht. Hier, Achtung, das habe ich jetzt eingefügt. Ich habe mir jetzt einfach nur mal schnell den Dow genommen und habe diese Trades rausgesucht, wo er sie gemacht hat. Und Achtung, den ersten Trade, der war hier. Das war Trade Nummer 1. Der zweite Trade war hier. Das war Trade Nummer 2. Und der dritte Trade war nachts, nicht das, der Punkt 2 muss gewesen, der hier. Das war der dritte Trade. Alle drei zusammen aus seiner Sicht, wo er sagt, ich handle eine Serie. Und jetzt die Frage in die Runde. Wow. Ja, nein, vielleicht. So, frage erstmal in den Chat, bevor ich irgendwas dazu sage. Was fragst du genau? Ob das eine Serie ist und was die Jungs einfach sehen, wenn man, wenn man auf die Großwetterlage schaut. Ja. Ist das, was er gemacht hat, eine Serie? Hat das was mit Wiedereinstieg oder einfach dieses Konsistenze, Beständige an einem Markt dranbleiben zu tun? Die meisten Nachrichten, die gerade kommen, sagen nein. Nein. Lieber Marc, was du gemacht hast, sind sicherlich 3 Trades. Was du gemacht hast, sind 3 Trades. Und jetzt Achtung, die in der, ich mal es mal so, vielleicht wird es deutlicher, die in der Signallage, Bilderbuch fachlich korrekt, Bilderbuch fachlich korrekt, Bilderbuch fachlich korrekt. Gehen wir jetzt aber mal in die Großwetterlage unten drunter. Achtung, dann fällt uns Folgendes auf. In der Großwetterlage waren wir hier, hatten wir einen bestehenden Aufwärtstrend. Genau. Das heißt, dein erster Trade, den du gemacht hast, war in der schlechtesten Marktphase, die du dir vorstellen kannst. Und jetzt Achtung, lieber Marc, ich mal es dir mal hin. Die Großwetterlage per se hat ja dein Trade mit der Großwetterlage Long auf Long hat ja gepasst. Nur du warst in der schlechtesten Marktphase, die du dir vorstellen kannst, weil du bist weit in die Bewegung rein. Mit einem, und dann noch mit einem Trend. Der zweite Trade, den du gemacht hast, der war in einer super Großwetterlage, einverstanden? Jawohl. Weil die wiederum aus der Korrektur heraus mitunter hätte laufen können. Jawohl. Bilderbuch. Das hier war ein, wie man es immer so gern sagt, so ein 5-Sterne-Plus-Trade. Also 5 Sterne im Sinne von Hotelkategorie, wo man da immer so sagt, also besonders qualitativ. Dein dritter Trade wiederum, Achtung, den hast du im Niemandsland gestartet. Genau. Im Niemandsland. Das heißt, da gab es gar keine Großwetterlage mehr. Das heißt, dein Signal da oben war auf der fachlichen Ebene zwar richtig, aber die Großwetterlage war falsch. Also nicht nur schlecht, weil es war überhaupt keine da. Also nicht nur innerhalb einer war sie schlecht, sondern es war gar keine da. Das heißt, das, was du hier gemacht hast, sind im Idealfall 3 Trades in 3 unterschiedlichen Marktphasen. Genau. Ja, aber eins muss ich dazu sagen. Jemand hat vorhin geschrieben, ist ja Schwachsinn. Und da bitte ich, nicht weil ich jetzt der empfindliche Snowflake bin, man sieht ja, er hat doch 3 saubere Signale gehandelt. Es war nicht Schwachsinn, er hat nur eins übersehen, nämlich die übergeordnete Trendgröße, sage ich mal, die GWL. Der nächste Trade, den ich mache, hat die gleiche Ausrichtung. Man sieht keine GWL. Also es sind gewisse Parallelen da, aber das war jetzt kurz mein Senf. Und bitte, Leute, Schwachsinn ist es nicht. Wir lernen alle, okay? Nein, nein. Und deswegen machen wir ja auch die... Hier oben, wie gesagt, war ja alles top, aber die Großwetterlage war gar nicht mehr so. Ja. Das heißt also, der erste Trade ist dahingehend Panne, weil er in der Großwetterlage hier oben einen Trade startet. Den wiederum hätte man wie verbessern können? Wie hätte man ihn verbessern können? Indem er dieses Signal, was er hier oben nimmt, an dem Punkt 2 nicht mehr einen Trend, sondern wenn überhaupt nur noch die Bewegung handelt. Weil bei einem Trendhandel in einer Marktphase, in einer Großwetterlage, die weit vorangestiegen ist, dann ist das hier einfach fachlich, also es ist einfach nicht, es ist einfach falsch, dass du mit weiten und vor allen Dingen trägen Stops arbeitest in einer Marktphase, wo doch eine große Korrektur zu erwarten ist. Das heißt, du legst ja absichtlich viel zu viel Geld auf den Tisch. Und selbst wenn du bloß siehst, ist ja, weil dein Stopp träge ist, der Stopp, also ja,
ist gar nicht gesagt, dass du das Geld am Ende wirklich vom Buchgewinn nach aufs Konto kriegst. Das ist der erste Weg. Das Gemeine ist doch, das alles, was du da sagst, sage ich ja auch ständig, aber der Markt läuft halt doch immer weiter. Er läuft halt immer weiter. Deswegen springen die Leute in die ausgedehnten Bewegungen rein. Deswegen super, super aufgearbeitet hier, dass man das so sehen kann. Muss ich. Und wenn du erlaubst, noch ganz kurz, jemand schreibt da gerade, Gabel sagt, es gäbe keine Großwetterlage, also Markus Gabel, den wir ja alle sehr mögen und schätzen, ein guter Freund von uns. Bitte, ihr solltet nett hergehen, wenn jemand mit Heikin Ashi arbeitet und wir hier nicht mit Heikin Ashi arbeiten, sondern den nackten Chart vor uns haben, dass wir sehr wohl eine Großwetterlage brauchen und dass es auch sehr wohl eine Großwetterlage gibt. Bei Heikin Ashi jedoch wird sie gefiltert und verschluckt. Also an denjenigen, der das sagt, er soll mal den Markus fragen, ob der Markus auch bei der Art und Weise, wie wir den Trade besprechen, der gleichen Meinung oder Aussage wäre. In diesem Sinn zurück an den Micha. So, richtig. So, und jetzt also, das war der erste Trade, also da hier oben, ja. Frage in die Runde, wer kennt solche Trades, wo er weit oben auf die Bewegung aufspringt? Man macht sie am Anfang gerne. Ein Trading-Anfänger wird dieses auch nebenbei bemerken. Also ich zähle ja auch mit dazu am Anfang, gerne gemacht haben einst. Und warum? Weil man grüne Kerzen sieht. Es ist ja eindeutig, dass es nach oben geht, die Reise, alles klar, man hüpft halt drauf, weil du sagst, ich brauche kein Signal, ich sehe auch eine grüne Kerze. Oh, geil. Ne, so, bei der zweiten Großwetterlage, also dieser Trade hier drin, da sah die Welt schon besser aus. Der war richtig klasse. Von der Großwetterlage, weil man jetzt das erste Mal einen Trend hat, wo hier oben ein Punkt 2 sich abzeichnet und der Trend sich hier schön hätte raufschrauben können. Ja. Wunderbar. Dieser Trade hat ja auch paar, wenn nicht viele Punkte gebracht, wenn auch nicht viele. Danach ging es erstmal runter und das Ganze hat es zerschossen. Okay, also der Trade, okay. Aber der dritte wiederum aus einer nicht mehr vorhandenen Großwetterlage hier drinnen den kleinsten Trade zu handeln, wenn der letzte Punkt davor doch gar nicht mehr definierbar ist, das ist schräg. Mhm. Also schräg im Sinne von fachlich falsch. Darf ich da auch was hinzufügen? Jemand hat geschrieben, den dritten Trade hätte er diese Feinheit nicht entdeckt. So ähnlich. Und das stelle ich oft in meinen Live-Trading-Webinaren fest. Wir haben die meiste Zeit Trendbrüche, wenn der Markt in der Korrektur ist. Ne? Die meiste Zeit ist der Markt in der Korrektur. Du hast sehr, sehr viele Trendbrüche. Und Micha und ich sind in dem Lager zu finden, wo man sagt, wenn bloß ein Millimeter unter den letzten Punkt 3 das Ding rutscht, gibt es Gründe dafür, dass es rutscht. Und deswegen ist ein Trendbruch ein Trendbruch. Und finde ich toll, Micha, dass du es aussiehst, weil es ist mir aufgefallen, beim dritten habe ich so gesagt, ist ein Trendbruch. Ja. Er ist im Niemandsland. Und hier ist auch ein guter Beweis, dass er zumindest, wenn er ganz nah dran ist, jetzt diese Probleme kriegt, die er hat oder die er dir bekommen hat, ja. So. Okay, das heißt also, dieser Trade selber, Achtung, das Wort Serie macht hier keinen Sinn. Eine Serie geht nur in einer Marktphase und das ist die hier. Es gibt nur in der Marktphase 5, dass du eine Serie machst. Das heißt, aufgrund, weil die Großwetterlage so aussieht, bist du bereit, hier vor einem Punkt 2 mehrere Anläufe und aufgrund von Unschärfe und so weiter eine Serie abzulegen? Das heißt, du versuchst so viel wie möglich aus dieser Großwetterlage rauszunehmen und Serie heißt, ich wäre hier 1, 2, 3 Mal vielleicht ausgestoppt und fange immer wieder an, etc. pp. Serie selber, der Begriff unterliegt jetzt auch nochmal einer anderen Geschichte. Es gibt verschiedene Definitionen, wie man Serie nimmt. Weil Serie wäre auch nicht nur, ich werde ausgestoppt, gehe wieder rein, sondern Serie wäre auch, ich tue meine Position hier unten an die 2, an den Dranhandel, an der 2 Stück für Stück weiter aufbauen. Ja, genau. Also so gesehen, ich mache einen zweiten Trade, der in derselben Großwetterlage hängt und ich habe jetzt einen zweiten, der zu dem ersten parallel halt mitläuft. Also muss man aufpassen jetzt. Aber das dazu. Also eine Serie ist das, was er hier gemacht hat, definitiv nicht. Die Großwetterlage waren in allen 3 Trades 3 völlig unterschiedliche Großwetterlagen. Obwohl es derselbe Zeitpunkt, also derselbe Markt war, in einem ziemlich zusammengefassten, engen Zeitraum. Aber so läuft das halt, wie das halt ist. Der Markt ist in einer schlechten Marktphase, in einer besser werdenden, ganz schlechten. Und hier drinnen, in diesen 3 Sachen, hat er sich jetzt halt einfach aufgehalten. Gut, das ganz kurz dazu. Der Marc ist auch da, wenn ich es richtig sehe. Hallo, Grüße, danke nochmal für die Einsendung. Und er sagt, ist klar, was du sagst, allerdings versteht er nicht, warum sich die meisten entrüsten.
wegen den schwankenden oder unterschiedlichen Positionsgrößen. Da sage ich gleich was dazu. Ah, okay. Alles genau, da sage ich noch was dazu. Also das ganz kurz dazu. Das heißt, lieber Marc, die Frage, ob du das oder das machst, die möchte ich dir definitiv nicht beantworten, weil es aus meiner Sicht da nichts vorzuziehen gibt. Sondern wenn du den Trendhandel machst, dann bitte Achtung, gibt es eine Menge fachliche Sachen, die du beachten musst, eine ganze, ganze Menge. Einen kleinen Teil haben wir rausgenommen, der war gerade nicht beachtet. Von daher soll das erstmal dazu gewesen sein. Die zweite Frage jetzt war, von dir nicht, aber die sich mir gestellt hat und den anderen auch und der Jochen auch, war die, jetzt habe ich die Bilder leider nicht mehr, das geht bei meinem tollen Malprogramm hier gerade nur eben nicht, dass er sich die Bilder rückwirkend merkt, die ich gemalt habe, das ist schade. Aber wenn wir uns reindenken, ich male es hier einfach nochmal auf, dann hatte er den ersten Trade hier, ich glaube mit 5, dem zweiten mit 9 und den dritten, weiß ich nicht mehr. 15. Mit 15 gemacht. Das heißt also, von Trade auf Trade nehmen wir das mal auf einer Zeitachse. Jetzt Achtung, wie sieht es bei euch aus? Das wäre die Frage in die Runde. Mal 2 Kontrakte, mal 3 Kontrakte, mal 4, mal 10, dann mal wieder nur noch 1. Das heißt also, dass dieses Flackern der Kontraktanzahl kann ja, Achtung, und darauf möchte ich hinaus sein, ganz andere Gründe graben, wie mitunter die Mathematik. Oder aber es kann auch sein, dass das Flackern, dieses, also die unterschiedliche Periodenanzahl, wohl durchdacht ist. Da möchte ich was hinzufügen. Das hat er nämlich geschrieben. Warte mal. Viele über die Positionsvariierung und ich wüsste gern warum. Wenn ich weiß, wie viel Geld ich pro Position riskieren will, dann ist ja klar, dass sich meine Positionsgröße regelmäßig ändert. Richtig. Das hat er gerade geschrieben, so. Ja. Das heißt also, es kann durchaus sein, es gibt verschiedene Gründe, warum das mitunter sich ändern kann. Es kann also sein, dass du sagst, hier bei diesem Punkt 3, jetzt irgendeine Zahl, riskiere ich doch nur 10 Punkte, wohingegen bei diesem Punkt 3 ich, auch wenn es jetzt irgendwie jetzt skaliertechnisch nicht hinhaut, riskiere ich 20 Punkte. Will also heißen, dass ich in diesem Trade ja von Hause aus, egal was ich nehme, erstmal schon mal nur noch die Hälfte der Positionsgröße nehme im Vergleich zu diesem, weil mir ist eins wichtig, dass ich immer dieselbe monetäre Einheit riskiere. Soweit einverstanden. Das wäre hier unten diese Ebene. Das heißt, es gibt durchaus schon Gründe zu sagen, ich mache es. Es gibt viele, die es auch nicht machen, die also wiederum sagen, ich handle gern lieber immer mit stabilen Positionsgrößen. Nebenbei bemerkt, gehöre ich auch dazu. Ich handle lieber, also meinst gerne mit stabilen Positionsgrößen, aber Achtung, diese wiederum beinhalten in ihrer absoluten Zahl bereits das größtmöglichste Signal, was es geben könnte auf der jeweiligen Trendgröße, auf der ich mich aufhalte. Einverstanden? Ich weiß jetzt nicht, ob es der eine oder andere verstanden, was ich meine. Die wenn du konstant eine Positionsgröße fährst, was sehr, sehr gut ist, dann muss aber auch, ich sage es in meinen Worten, die Qualität des Setups, bei dem du überhaupt das Geld auf den Tisch legst, gut sein. Das heißt, ja, du musst in der Lage sein zu erkennen, das ist genau die Setup-Lage, wo ich diese volle Positionsgröße riskiere. Ich mache gar keine anderen Trades mehr, deswegen automatisch handle ich immer mit dem Gleichen. So. Die meisten Trader sind aber sehr unsicher. Und jetzt musst du aber, genau das ist das, was der Jochen sagte, zwei Sachen hinzusagen. Achtung! Immer noch, deswegen ist davon völlig losgelöst, dass es eine Serie gibt, wo du mitunter auch in einem Trend weitere Positionen hinzufügst. Das heißt, der nächste Trade in der nächsten Korrektur hat wieder dieselbe Positionsgröße, also man baut es auf, aber du baust es eben nicht so, beziehungsweise nicht so auf, sondern du hast so gesehen den Aufbau mit derselben Positionsgröße immer, also du musst dir das jetzt nicht als Dreieck, sondern gerade vorstellen. Und dann Achtung, dass diese Positionsgröße hier dem größtmöglichsten Trade von Haus aus ja entspricht auf der jeweiligen Trendgröße. Das heißt, auf der kleinsten Trendgröße beispielsweise ist es ja jetzt sehr unwahrscheinlich, sonst wäre es nicht mehr die kleinste, wenn der auf einmal eine Korrekturhöhe von 500 hat oder eine Periodenhöhe von, was weiß ich, 100 Punkten. Ja, das ist dem ja schon geschuldet. Wäre es eine andere Positionsgröße, hat man jetzt hier auch ein anderes Raster, was man dann jetzt hier rauszieht. Ich möchte aber auf etwas anderes jetzt einhergehen. Deswegen fand ich nämlich die Frage sehr interessant und die Frage geht ja auch anher von dem ersten Trade. Die finde ich sehr spannend. Jochen, hier oben nehme ich die wechselnde Positionsgröße. Ich habe hier mal was mitgebracht, um das zu erklären. Schaut euch mal Folgendes, stellt euch mal Folgendes vor. Für die, die jetzt nur zuhören und weniger am Bildschirm gucken, schaut mal kurz mit her. Der Jochen wird es gut nachvollziehen können, weil das ist eine Menge gute Fragen, die ihr immer kriegt, auch in den Live-Webinaren. Stellt euch jetzt mal Folgendes vor. Das ist ein ganz einfaches Schaubild, was schnell auf den Punkt bringt. Wir haben zwei Händler.
Die stelle ich nur mal gegenüber. Zwei Händler. Händler A und Händler B. Der Händler A, der handelt immer mit stabilen Positionsgrößen. Immer stabile. Was weiß ich, 1, 1, 1. Und der Händler 2 wiederum, der macht das nicht. Der flackert hier permanent drin rum. Und jetzt Achtung, mir geht es aber hier bei diesen Flackern jetzt nicht, wie eben erklärt, bei denjenigen, die sagen, das Flackern selbst hat einen, wie auch immer, im Stopp wiederzufindenden fachlichen Grund, sondern es hat einen anderen Grund. Mir geht es jetzt um diesen. So, passt auf, schaut mal, das geht schnell. Geht gar nicht schnell. So, passt auf. Stellen wir uns Folgendes vor. Wir haben ein Signal. Ist ja mal völlig wurscht, was es ist. Ein Punkt 2, irgendein Umkehrstab oder irgendein Indikator. Völlig Banane, was es ist. Und dieser gibt am Tag dieses Signal uns 10 oder, nee, wie viel sind es? 9 Trades gibt uns dieses Signal. So, und jetzt sehen wir hier die Punkte, die wir pro Signal einfach kriegen. So, das heißt also, am Ende des Tages passiert was? Das hier. Nur mal angenommen. Das erste Signal früh um 9 hätte 10 Punkte gegeben, das dritte minus 2, der fünfte war Nullnummer, der sechste minus, der siebte minus, der achte 27 und der neunte, was weiß ich, abends gab es 6 Punkte. Erledigt. Das ist einfach nur das nackige Signal. Mehr nicht. Hat nichts mit dem Trader zu tun und nichts. Und jetzt kommen die zwei Trader, die beschriebenen, hinzu. Weil diese zwei Trader handeln genau dieses Signal, nur mit unterschiedlichen Überlegungen. So, wollen wir mal schauen. So, der eine bleibt bei der stabilen Kontraktanzahl. Das heißt, dadurch, dass er immer 20 nimmt, zwei Kontrakte nimmt, sich selbst erklären, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, macht er eben aus 10 Punkten 20 auf dem Konto. Das heißt, bei minus 9, weil er 2 handelt, kriegt er minus 18 drauf. Das ist sich selbst erklären. Das können wir hier so durchmachen. Das heißt also, hier ist immer dieses mal 2 logischerweise da drin. Am Ende im Ergebnis sich widerspiegeln, 26 auf 52. Das ist ja jedem klar. Das würde bedeuten, hätten wir das stabil gemacht. Und jetzt kommt Trader Nummer 2, der das Ganze ein kleines bisschen emotionaler sieht. Trader Nummer 2 macht sich Gedanken vor einem Trade. Jetzt habe ich die mal wahllos reingeschrieben, nur um es ein Verständnis zu geben. Frühs, Jochen, der entspannteste Trade, den mache ich immer mit meiner Lieblingskontraktanzahl, weil ich habe ja noch nichts verloren. Einverstanden? Ja, genau, genau. Dann nehme ich halt meine 2 Kontrakte, ist alles schick. So, was kriege ich? Ich kriege 20 Punkte, alles schick. So, was passiert, wenn der erste Trade frühs ein Plus-Trade wird? Na, jetzt muss weitergehen. Ich brauche meinen Ferrari. Weiter geht's, wie beim Computerspiel. Ja. Alles gut. Ja, ich habe ein paar Leben, jetzt können wir ja ein bisschen, ich habe Geld aufs Konto, jetzt können wir ja mal ein bisschen mehr nehmen. Das Signal kommt und jetzt nimmt er aber, Achtung, statt den 2 nimmt er jetzt 4. Die Überlegung, die 4 zu nehmen, ich weiß ja noch nicht, was rauskommt, kann dem entspringen, weil ja Geld auf dem Konto ist vom ersten. Gell? Ich habe ja ein paar Leben, die ich beim Computerspielen verblasen kann. Also wäre ich, okay, nehme ich 4. Gut, so, wie sieht der dritte Trade aus? Jetzt stell dir vor, du hast den ersten ein Plus, den zweiten ein Minus. Der erste war ein bisschen Plus, der zweite ein fettes Minus. Punktetechnisch nicht, sondern nur aufgrund der Kontraktanzahl ein fettes Minus. Bingo. So, Achtung, was passiert? Unsicherheit. So, na, ich nehme mal wieder meine 2. So, okay, minus 4. Unsicherheit mittlerweile vielleicht, weil mittlerweile kommt eine zweite Unsicherheit dazu, die nicht nur durchs Konto sich ergibt, sondern vielleicht auch durch, hallo, es ist mittlerweile der zweite Minus-Trade, der da gelaufen ist, gell? Mensch, 2 Minus-Trade schon, plus das Konto ist generell im Minus, boah, weiß nicht. Ich habe ja eine Stellschraube. Die Stellschraube heißt, dann nehme ich mal nur einen Kontrakt. Jetzt kommt aber der Plus-Trade. Jetzt kommt er ja. Aber ich habe 15. Nun gut, Konto ist plus minus 0. Also so geht es. Ist aber der halbe Tag schon rum. Jetzt nehme ich mal 2 Kontrakte, mal wieder. Das kommt eine Nullnummer. Es ist okay. Jetzt musst du dir vorstellen, der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Ich bin jetzt beim sechsten. Also steht es ja auch, ich bin blöd. Da steht es ja. Der sechste Trade, wo ich bin. Der Tag ist weit fortgeschritten. Man sagt, naja, komm. Nehmen wir mal 4. So, was kommt? Ein nicht wesentlicher Minus-Trade, der aufgrund der Kontraktanzahl aber herb ins Konto sich reinschneidet. Wieder, ja. So, Schock. Und jetzt kommt natürlich immer was noch hinzu. Am Anfang, hurra, der Tag ist frisch, der erste Plus-Trade, alles ist rosa-rot. Jetzt ist der Tag weit fortgeschritten, das Konto weit im Minus. Und jetzt soll ich auch noch aufgrund der vielen Zeit, die ich bereits davor gesessen habe, mit Minus aus dem Handel. Frage in die Runde, bevor ich weitermache. Wer würde mit einem großen Minus, wenn er schon so viel Zeit im Markt war, aus dem Handel rausgehen? Oder sagen, na komm, ein Trade muss noch gehen. Frage in die Runde. Komm, nimm mal den Chat. Ja, quasi, ich wink jetzt auch mal mit diesem im Hinterkopf. Ja, einer wird noch gehen. Was nur einer?
Ein Trade geht immer, genau. Ein Trade geht immer. Komm, macht ein bisschen mit dem Chat, sonst machen wir hier nur Monolog. Einer geht immer. Also Schock mit Minus raus, natürlich nicht. So, also nimm da in unserem Fall als Beispiel 3. So, jetzt kommt der größte Minus-Trade in dem Signal. Mit 3 gibt das 48. Jetzt gibt es einen echten Schock auf dem Konto. Ja. Ein tiefer Schock mit und dann kommt vielleicht, ich habe es jetzt nur mal reingeschrieben, das muss nicht so ablaufen. Ich will ja auf was ganz anderes hinaus. Wir werden es ja gleich sehen. Jetzt kann es durchaus was sein, ob das Signal sogar richtig ist. Also man zweifelt vielleicht sogar schon, ob das, was man tut, richtig ist. Ja? Also der Markt schafft es jetzt aufgrund seines Minus-Dreht, dass von dem, was ich mir vorgenommen habe, abkommt. Tiefer Schock, ich nehme mal nur noch einen Kontrakt. Jetzt kommt der größte Plus-Dreht. Und mathematisch schafft dieser Plus-Dreht was nicht? Ja. Er schafft es gar nicht, obwohl es der größte Plus-Dreht ist, das bisherige Minus auszugleichen im Verhältnis. Ja klar, weil ich habe ja vorne einen riesen Minus-Dreht gemacht, der fachlich, zahlenmäßig nicht viel war, aber mit 4 Kontrakten. So, und am Ende der letzte Dreht am Tag, der letzte Dreht, alles oder nichts. Genau. Da gibt es den alten Spruch, wenn die Kuh weg ist, kann ich auch den Strick wegschmeißen. Das ist so der klassische Geschichte, immer als letztes. Am wenn die Kuh weg ist, kann ich auch einen Strick wegschmeißen. Also alles oder nichts. Ja, okay, was, ich weiß nicht, was er macht. 4, okay, nimm da alles und dann geht's los. So, und jetzt kommt aber was? Und das, glaube ich, ist eines, Achtung, wenn es um die Frage geht, variable Geschichten und so weiter, das ist ein großes Thema. Nimm ich die Stückzahlen, variiere ich sie. Und Achtung, was wir, und das ist ja auch der Sinn des Formats, was ich jetzt gar nicht so sehr detailliert mit Ihnen auf eingehen möchte oder mit euch, ob jetzt fachlich, wie man das im Detail alles machen kann. Auf alle Fälle möchte ich nur mal mit Jochen zusammen die andere Seite betrachten. Genau. Es gibt nämlich auch viele, die variieren, ohne dass dahinter eine Logik ist und dennoch variieren. Und die Logik selber entstammt einfach so gesehen immer aus dem Ergebnis des vorherigen Trades. Und das kann man ganz schnell im Konto nachziehen. Das kann man ganz schnell, ohne dass man mit dem Trader spricht, brauchst du nur aufs Konto gucken. Ja. Wenn du nämlich siehst, der hat einen Plus-Trade, die nächste Trade, hohe Stückzahl. 2, 3 Plus-Trades, hohe Stückzahl. 2, 3 Minus-Trade, Stückzahl wird runtergenommen. Ja? Dann kann das mitunter, im Gespräch würde man es ja dann immer noch mal genau rauskriegen, aber ein Indiz dafür sein, dass er nichts anderes macht, dass er mit dem Ausgang des letzten Trades darüber entscheidet, welche Stückzahl er für den nächsten Trade nimmt. Und jetzt kommt aber etwas. Das hier wäre ja bis hierher an der Stelle auch, ich will mal nicht sagen, es ist sicherlich nicht alles richtig, aber ich will ja mal noch nicht sagen, dass das der Mega-Fehler ist. Das möchte ich gar nicht sagen. Ein Mega-Fehler ist was anderes, nämlich wenn ich, und da glaube ich das, ich war einst auch ein Fan davon, Achtung, nämlich der eigentliche Fehler ist, wenn ich jetzt sage, Moment mal, ich habe 22 Punkte Minus gemacht. Also der ganze Tag war wirklich für einen Eimer. Und was habe ich gehandelt? Ich habe dieses Signal gehandelt. Und jetzt komme ich zu dem Ergebnis, dass dieses Signal nichts bringt. Und ich möchte behaupten, dass ein Großteil derer, selbst die, die mathematisch jetzt nicht ganz unbewandert sind, diesen Fehler im Börsenhandel machen. Sie führen auch von dem Ergebnis des Handelstages einen Rückschluss auf das Signal, und sagen, ich habe es doch beständig gehandelt und vergessen dabei, dass sie hier der Mathematik auf den Leim gegangen sind. Ja. Hättest du es beständig gehandelt, gehen 26 Punkte plus raus im Sinne von stabiler Stückzahl. Das hast du nicht gemacht, es kommt 22 raus. Dass du hier drinnen wechselst, ist nachvollziehbar menschlich richtig. Dass du jetzt aber sagst, dieses Signal war so kacke, ich brauche ein neues. Das ist etwas, wo man sagt, Achtung, Achtung, Achtung und ganz fett unterstrichen und erhobene Hand. Ist der Standard, ist der absolute Standard. Das ist der Standard, genauso ist es. Kennst du nicht anders? Kann der eine oder andere nachvollziehen, was der Jochen und ich hiermit meinen? Ich denke schon, ja. Nach wie vielen Tagen kann man den Rückschlüsse ziehen? Ja, das ist ganz easy. Guck einfach an, wie viele Trades du gemacht hast, prüf sie auf das ab. Dafür, liebe Traderinnen und Trader, macht man ein Tagebuch. Dafür macht man Laber-Webinare, wo sie um die Gefühle reden. Merkt ihr was? Trading ist mehr, weit mehr. Und vor allem übrigens, Micha, noch ein Satz von mir zu der ganzen Geschichte, wo ich fast verzweifle immer wieder, wenn ich Anfragen bekomme. Meistens über Facebook von Leuten, die halt sagen, da, sag mir mal, das und das. Der sogenannte Zinseszinseffekt. Ne? Der Zinseszinseffekt. Es ist ja der, dass du also jetzt von jemandem reingesungen bekommst, wie du reich wirst im Trading, dass du ja deine Gewinne machst und dann immer höhere Positionen nimmst.
Ist ein Zinseszinseffekt, nur so geht er ja, ja. Und wenn man sich das jetzt mal in der Realität anguckt, was das für eine bescheuerte, theoretische Nichtskönnerei und Wichtigmacherei ist, da werde ich richtig sauer. Weil was der Micha gerade zeigt, ist das der Backbone von unserem Geschäft. Nicht, wie komme ich an Punkt 2 besser rein, Jochen, sondern da hängt es drin, genau dahin. Und seht ihr was? Wenn es da drin hängt, ist es der reine Spiegel für euch. Und wisst ihr, wann ich den Spiegel bekommen habe? Durch einen Bekannten von Micha und mir, ich sage seinen Namen nicht, ein Berufshändler, der hat meine ersten Webinare, die ich live gemacht habe, hat er angeguckt. Da war er sogar dabei, ich wusste es gar nicht. Und da hatte ich eine Stelle im Markt, wo die eine Stimme zu mir sagte, du wirst doch diesen Scheiß jetzt nicht handeln. Und die andere Stimme hat gesagt, du hast ein Webinar, es gucken hunderte von Leuten zu. Und zu welchem Entschluss kam ich? Das Signal ist scheiße, die übergeordnete Trendgröße ist auch nicht da. Ich nehme mal weniger wie sonst, damit der Verlust kleiner bleibt. Und dann hat der Bekannte geschrieben, ich habe es im Chat gesehen, gesagt, Jochen, warum nimmst du eine kleine Position, wenn du doch eh weißt, dass du gerade Scheiße baust? Dann lass es doch ganz weg und nimm die volle Position bei dem Trade, bei dem du überzeugt bist. Und das habe ich mir gemerkt. Ist jetzt meine Story oder meine Ergänzung dazu, aber denk mal darüber nach. Hier fallen Königreiche auseinander, ohne dass Leute es nicht bemerken. Sie bemerken es nicht, dass es daran hängt. Das ist es, was man mit Beständigkeit meint und konstant durchhandeln meint. Ja? Und auch Trading wird langweilig mit der Zeit. Auf der linken Spalte könnt ihr es sehen. Wer von das euch hier kann... ist Beständigkeit. Und ja, das hier wiederum ist etwas, wie man die Beständigkeit für sich ein bisschen verschiebt, verzieht, ja, und dann genau wiederum einen falschen Rückschluss zieht. Bingo. Hier oben. Ja. Einen aber völlig noch... falschen Rückschluss. Aber... Nebenbei bemerkt, ist das der Grund, genau das, was der Jochen sagt, Jochen, ganz kurz, was mir nämlich ja, gerade eingefallen ist. Das ist der Grund, nebenbei bemerkt, warum das Nachhandeln, dieses Spiegeltrading, was es ja, ja draußen wahnsinnig ganz gibt, genau, überhaupt, Achtung, in der Realität bei so wenigen funktioniert. Richtig. Das ist das, was ich von dem Händler gesagt bekomme. Das ist das Signal, was ich kaufe für viel Geld. Das sind die Trades. Aber machen tue ich das. Und von daher wird es ein völlig, es ist schon immer, seitdem es den Börsenhandel gibt, das ist die Kondokurve von dem, wo ich das Signal gekauft habe, was ja, ich abonniere. Und das ist meine Kondokurve. Und ich frage mich, wo ich sage, wie kann denn das zustande kommen? Das ist doch kein Geoff, das klar, einfach nur so eine Stückzahlen, die du permanent variierst. Und jetzt kommt ein guter Trade, dieser hier, das ist der 27, die Nummer 8. Und die tust du mit so wenig Stückzahlen machen, dass das mathematisch ja gar nicht mehr geht. Gut, das sind also viele, viele Randthemen, die hier anklinken jetzt, fachliche. Das tun wir jetzt nicht aufführen. Aber genau das ist der Punkt. Diese Königreiche, wie der Jochen sagt, fallen unter anderem an dieser Stelle halt zusammen. Vielleicht noch ein Tipp. Man sieht es oft auf Facebook oder wo auch immer, wenn Newcomer in der Branche, die auch Moderator werden wollen oder berühmt werden wollen oder irgendwas verkaufen wollen, ist ja okay. Aber die zeigen immer Handy-Performance-Tabellen. Ne? Das siehst du ja sehr, sehr oft. Und da erkennt man, achtet mal darauf, die Schwankungen in der Positionsgröße. Genau das, was Micha gerade beschrieben hat. Und dann noch ein anderer kleiner Zusatz. Nicht nur schwankende Positionsgrößen, nur Plus-Trades die ganze Zeit, nur Plus-Trades. Und achtet mal darauf, wie lang die Haltedauer bei den einzelnen Trades ist. Du hast kurze. Und dann kommt einer, der dauert Tage. Und ist aber wieder immer ganz klein Gewinn. Daran kannst du genau erkennen. Da puncht einer rum, mit dem Druck, Ergebnisse vorweisen zu müssen, aus einer krankhaften Wahnvorstellung, dass so Trading funktionieren würde. Ganz ehrlich, ich kenne immer wieder Leute, die sagen, ja, ich möchte im Handelsbüro arbeiten oder ich werde Prop Trader, also diese Prop Trading Firmen. Leute, da lernt ihr sowas. Das mit den schwankenden Positionsgrößen gibt es da nicht. Ihr bleibt konstant auf der Schiene. Und wenn du ausweichst und ausbrichst aus der Schiene, allein zu Hause kannst du es jeden Tag machen. Aber wenn du mit fremdem Geld arbeitest, dann darfst du das nicht machen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die du mit der Zeit erkennst. Und das umzusetzen im eigenen Handel, ich gebe es zu, ist nach 17 Jahren für mich auch schwer. Weil wenn ich eine gewisse Anzahl von Minus-Trades habe, neige ich dazu, es zu zwingen. Nach wie vor. Da habe ich mich ja nie verändert. Michael, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da muss ich mich tierisch im Zaum halten. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung und der Blick in den Spiegel, dass du sagst, okay, jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo es richtig kacke wird. Geh von dem Rechner weg. Mach ihn aus. Und Anna hat vorhin auch geschrieben im Chat, nach 3 Fehltrades ist Schluss. Das klingt sehr nach jemandem, der das erkannt hat und sich jetzt mehr oder weniger einschränken will, damit er nicht weitermacht.
Wenn ihr länger dabei seid, werdet ihr bemerken, dass diese starren Regeln, ab da höre ich auf, oder am besten, wenn ich in 3 Monaten kein Plus habe, dann lasse ich es traden bleiben. Ja, kennen wir doch. A, kommen sie alle wieder und B, ist es ein Fehler. Denn entweder bin ich konstant und mache nicht jeden Minus-Trade für mein Weh und Wohl verantwortlich und komme auf die Schiene, dass ich etwas durchhandle, richtig durchhandle, unabhängig vom Ergebnis des einzelnen Trades. Und dann kommst du auf die Zielgerade. Und mach das mal, wenn du jetzt ein paar hundert Leute hast, die keine Ahnung vom Trading haben, das ist nichts Schlimmes, und du machst aber in einem Live-Trading Verluste, dann bist du der Loser in der Stunde. Auf lange Sicht wäre die Frage, okay, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, oder anders gesagt, wer ist weniger gestresst und wer hat ein konstanteres Ergebnis, wer hat keinen Nahkampf. So, ich muss mich bremsen, ist einer meiner Lieblingsthemen, Micha, deswegen fahre ich da so hoch. Ja. Okay. So, also, und das, was der Jochen da sagt, ist ja jetzt Folgendes auch, und da bin ich ja völlig d'accord, deswegen auch hier mit die Sache. Ich möchte wirklich behaupten, man kann es leider halt nicht irgendwie validieren an der Stelle, dass ein Großteil der privaten Trader gar nicht so schlecht sind, wie sie meinen. Jawohl. Achtung nochmal, dass sie gar nicht so schlecht sind, wie sie meinen. Das heißt, ich der Meinung bin, dass ein Großteil zwar hier unten diese Zahl sehen, die aber nicht hätte sein müssen, hätte man dieses hier stabil gehalten. Das heißt, oftmals diese variable Positionsgröße, und Achtung, ich betone es, nicht, dass ich missverstanden werde, diese ist komplett zu trennen von einem festlichen Grund, das zu trennen. Davon rede ich jetzt nur gerade nicht. Nicht, dass mir einer das Wort im Mund rumdreht. Ich rede nur von dieser Variable, also von dieser fehlenden Konstanz hier an der Stelle. Es wären viele erheblich besser, würden Sie mal eine ganze Handelswoche konkret eine stabile Stückzahl durchhandeln. Jawohl. Dann würde nämlich der eine Plus-Dreh doch wirklich den einen Minus-Dreh rausreißen. Und nicht der eine Minus-Dreh, der punktemäßig wenig ist, aufgrund der hohen Stückzahl so ein Loch graben, was du dann wiederum vor lauter Schock mit einer viel geringeren Stückzahl niemals zubuddeln kannst. So, also ich glaube, das an der Stelle zu machen. Und nebenbei bemerkt, kann man das für sich abprüfen. Das geht ziemlich einfach. Ich muss ja, sofern, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch läuft, man den Kontoauszug digital bekommt und irgendwie in eine Excel-Tabelle überführen kann, einfach nur mal die Stückzahl auf 1 setzen. Bingo. Nur mal die Stückzahl, also muss man sich ein paar Sachen machen, aber es geht nur die Zwischenschritte, aber mein fachlich im Excel meine ich jetzt, aber der Gedanke, wie wäre es, wenn ich all diese Trades mit der stabilen Stückzahl gemacht habe, und ich behaupte, dass bei vielen Tradern ein Unterschied wie Tag und Nacht rauskommt, und wiederum der Meinung ist, und da bin ich dann völlig raus und sage, nee, das kann nicht sein, dass das am Signal liegt. Und jetzt stellen Sie sich den Trader vor, der ein Coaching buchen will oder weiß der Geier, irgendwie sowas, und sagt, ich brauche ein neues Signal, bei mir funktioniert mein Trading nicht. Und du stellst unter anderem, neben ein paar anderen Sachen vielleicht auch, aber das hier vom Kunde fest. Und siehst eigentlich, dass er ein super Trader eigentlich im Grunde ist. Er macht das fachlich alles richtig. So, das ganz kurz dazu. Also das zurück zum Ausgangstrade. Ganz kurz noch, derjenige, ich sage, der heißt auch Michael, der da geschrieben hat, nach dem dritten macht er zu oder hört er auf in seinem Handel. Gruß an ihn. Jemand anderes hat geschrieben, ja, wie, am nächsten Tag hast du jetzt keinen Verlust mehr. Beide Antworten sind richtig. Also erstens einmal, ein erfahrener Trader kapiert irgendwann, dass die Eigenbegrenzung, Eigenbestrafung, auch wiederum abhängig ist von der Marktphase, in der ich mich befinde. Wenn ich im Korrekturhandel mich zu Tode nocker, ja, dann darf ich gern nach dem dritten Trade aufhören. Habe ich allerdings eine Trendbewegungsphase, dann höre ich nicht auf. Das sind Riesenunterschiede, ja. Aber nochmal, ihr merkt, das Webinarformat ist deshalb so klasse, auch durch die Antworten im Chat, weil hier unterschiedliche Leute drin sind, die in einer unterschiedlichen Entwicklungsstufe sich befinden. Und es hat nichts mit dumm oder gescheit zu tun, sondern dieses kategorische, ich höre auf, wenn ich merke, dass ich emotional werde und ich werde nach dem dritten Failtrade, nach dem sechsten, nach dem neunten Failtrade emotional, das passt voll und ganz rein. Jeder muss da seinen Weg, seine Weichen stellen. Aber diese Info, die der Micha gerade gegeben hat, ist für mich das Dreh- und Angelstück im ganzen Trading. Weil von dort kann man auf die Stops, auf die Stop-Disziplin nämlich rübergehen, die oft auch noch fehlt. Und dann hast du richtig nur Hauen und Stechen im Markt. Und wisst ihr was? Manche Leute machen da ein Schweinegeld eine lange Zeit. Und dann kommt die eine Woche, wo das alles, was wir gerade besprechen, so reinschlägt, dass die ganze Arbeit umsonst war. Und das ist so, was mich manchmal einfach
aufbringt, nie gegen denjenigen, der das Problem hat, sondern das Thema an sich. Michael, ich gebe zu dir. An der Stelle ein Hinweis noch, was der Jochen sagt, was auch der Kollege, ich habe es jetzt im Chat nicht gesehen, Achtung, ja. Für den Fall, dass es den einen oder anderen gibt, nur mal einen Gedanken, vielleicht zum noch Mitdenken für den Gedanken. Wo man sagt, guck mal, ich habe den ersten Minus dreht, ich habe den zweiten Minus dreht, ich habe den dritten Minus dreht. Und der Nächste sagt, ich gehe nach X, was weiß ich, halt raus, der beim vierten oder beim fünften, und sagt, ich mache hier Schluss und fange am neuen Tag einfach wieder an. Achtung, die Grundidee dahinter ist ja nicht schlecht. Achtung, es darf nur gar nicht sein, wenn dahinter mitunter vielleicht gerade in der Korrektur steht und danach wiederum am neuen Tag die Marktphase sich aber ja logischerweise weiterentwickelt hat und jetzt fange ich hier oben in der Marktphase hier oben an, weiter rumzutraden. Was mitunter vielleicht als Gedanken mitzudenken wäre, wäre, dass man statt der Anzahl der Minus-Trades vielleicht sagt, ich gehe lieber raus, wenn ich merke, dass mein Konto so und so viel Prozent im Minus ist. Ich schreibe jetzt hier mal minus 10% am Tag. Irgendeine Zahl jetzt nochmal, irgendwas Großes, dass man als weiß, worauf ich hinaus möchte. Weil ich dann wiederum zu viele Rettungsmissionen starte, die ich vielleicht bei 3-4 Minus-Trades per se, weil da ja im Konto noch nichts passiert sein muss, nicht unbedingt starten müsste. Hier ist es einfach nur, wo du sagst, ja, du, pass auf, komm, jetzt fängst du doch erst an, harmonisch zu werden nach 5-6 Minus-Trades. Mach doch weiter, das ist alles okay. Ist doch auf dem Konto nichts passiert, alles gut, jetzt komm. Das ist die beste, ja, das ist eine super Situation. Ja, jetzt wollen wir hier nicht mentale erste Hilfe leisten, nur weil du hier und so weiter, alles gut. Wenn das Konto aber zu weit im Minus ist, das ist ja der Unterschied zum Privaten oder beim Privaten, zum Berufsamt. Da ist niemand, der den Stuhl wegzieht. Ja. Da ist niemand, der dir den Stuhl wegzieht. Und dann kann es nämlich sein, dass der eine Minus-Dreh so groß wird, aber du sagst, ich höre erst beim dritten auf. Mhm. Also es bringt es dann auch nicht. Also das entscheidende Kriterium wäre jetzt nicht die Anzahl der Dreh, sondern natürlich, was die Dreh auf dem Konto machen, dass man da sagt, nein. Aber, und das gehört ja so wahnsinnig viel, es ist nicht Mut, es ist nicht Kraft, es ist Wille dazu, dann auch wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf. Obwohl doch der rettende Trade nur ein Mausklick weiter weg ist. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Das ist so einfach von der Kanzel geredet zu sagen, hey, weißt du, das Haus brennt und du sagst, komm jetzt, das löschen wir morgen. Nee, das lösche ich nicht morgen, das lösche ich jetzt. Und dann passiert was? Der Riesenstückzahl und nochmal drauf. Gut, genau. So, das ganz kurz dazu. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Jochen. Vielleicht kannst du deinen Trade mit rüberbringen und danach machen wir das hier vielleicht am Ende. Da haben wir da ein bisschen im Kopf, sind wir ein bisschen lockerer drauf. Weil die eine Frage, die hier noch war, was unterscheidet, weil im Grunde haben wir ja ein paar Sachen schon angesprochen, das könnte man schön darauf anklicken. Jochen, vielleicht gebe ich jetzt rüber zu dir. Genau, wir haben ja auch noch den nächsten Sonntag. Wir müssen es ja nicht immer in einem Ding durchziehen. Die Themen kommen ja auch immer wieder. Eigentlich sind es immer die gleichen Themen, wenn man es genau nimmt. Ne? Das ist übrigens das Gleiche, was mir noch eingefallen ist bei diesem ganzen Thema mit ich höre auf oder als umgekehrte auch. Du hast ja Leute, die sagen, ich bin so gern Daytrader, aber ich habe ja tagsüber die Zeit nicht, ich habe diesen doofen Job, den ich noch was weiß ich erledigen muss. So, aber jetzt nehme ich 4 Wochen Urlaub. Und in den 4 Wochen, da werde ich traden. Ja, Freunde, und wenn halt 2 Wochen lang im Sommer Ferien nichts los ist im Markt, dann traden die sich den Wolf. Und kommen dann mit schlechten Ergebnissen daher und sagen, oh Gott, ich kann es nicht oder was stimmt in mir nicht. Dabei ist es immer wieder die Ausrichtung auf das Erkennen der eigenen Verortung, der Marktphase, in der ich mich befinde. Und das ist das, was keiner glauben will. Und jetzt versteht ihr auch, dass ich mich manchmal echauffiere über diese popliche, ich habe Gewinn gemacht, ich kann's. Und ich sage, nee, du kannst es gar nicht, außer du kannst es halten über längere Zeit. Und dann ist die Frage, zu welchem Preis? Und okay, ich schnappe mir jetzt den Bildschirm, wenn der Micha mich zum Co-Host macht. Warte, das muss ich wieder gucken. Das Teilnehmer, die Teilnehmerliste, mein Namen und unter mehr. Genau, Host erstellen. So, und es wird hell. So. Warte, jetzt muss ich kurz schauen. Ja, aha, so müsste es gehen. Also, macht jetzt der Jochen seinen Trade und danach beantworten wir noch die Frage, die dann noch offen ist. Aber das ist so eine ziemlich alles umfassende Frage, da würde ich jetzt erst den einen Trade gerne noch mit durchsprechen. Wartet mal, ich muss kurz hin und her mit den Fenstern, ich muss das kurz anders machen. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Weil ich brauche meine Bilder, die schiebe ich auf einen anderen Monitor. Wartet. Nee, ich schiebe das hier auf den anderen Monitor. Jetzt müsstet ihr die Zoom-Geschichte sehen
Und jetzt die Folienpräsentation. Ja, haha, so wird es was werden. Und ich mache auch hier jetzt meinen Chat zu. Wir wechseln sie immer ab. Der Micha guckt in den Chat, wenn ich rede. Und ich mache sie immer, wenn der Micha dran ist. Und hier habe ich, das sind auch ein paar Privatsachen dabei. Ja, genau, die tue ich weg. Vom Sergej. Der hat eingesendet. Und das Doofe ist jetzt, mir hat es den Speicherstand verrissen. Normalerweise habe ich den Text auch immer in den Folien drin. Jetzt habe ich den Text auf einem anderen Monitor über Word. Aber das Doofe ist, wenn ich jetzt hier auf Vollbild schalte, habe ich den Text nicht mehr. Also komm, jetzt machen wir es einfach mal so. Ihr seht diesen Trade oder den Chart-Ausschnitt. Und bevor ich vorlese, also er hat es sehr schön gemacht. Das ist ein 1-Minuten-Chart im Nasdaq. Ja, ich habe keine übergeordnete oder ich habe keine Großwetterlage vom Sergej eingesandt bekommen, aber eine sehr ausführliche Beschreibung zu allen drei Trades. Ihr seht aber hier, diese gestrichelten Linien ist der Anfang und der Ende des jeweiligen Trades. Also hier hat er einen gemacht, das war der erste Long. Dann hat er den zweiten gemacht, das war hier Short. Auch da seht ihr, wie lang das ging. Okay. Dann ist er in den dritten Trade rein, Long, Achtung. Und da sieht man das nämlich auf dem zweiten Bild. Hier geht es nämlich weiter. Auch ganz nett, ja, also diese mehr oder weniger Zeitachse im Chart dann abgebildet oder per Chart abgebildet. Und ihr seht, das war also der dritte und der ging dann auch richtig schön durch. Und hier oben war das Ende des Trades. Also auf den ersten Blick nochmal die Großwetterlage, auf die der Micha und ich so viel Wert legen. Wir legen deshalb so viel Wert drauf, nicht weil das die Magie und die Garantie des Gelingens eines jeden Trades ist, aber selbstverständlich, wenn ich mit dem Markt arbeiten kann und den Trend mal akzeptiert habe und begreife, was da passiert, ist es ja klar, dass ich versuche, mich in das Fahrwasser eines größeren Schiffes mit einzubringen, was da den Fluss in Richtung der Fließrichtung fährt. Ja, ich muss das nicht tun. Ich kann auch hergehen und sagen, ich pfeife auf die Fließrichtung vom Fluss, ich pfeife auch auf irgendwelche große Schiffe, in deren Fahrwasser ich da rumpansch. Nein, ich bleibe mal hier in meinem Nebentümpel. Da kann ich genauso gut Fische fangen oder Trades machen. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass der Sergej eben die Großwetterlage nicht beachtet. Und jetzt lese ich mal vor, was er geschrieben hat. Es ist viel Text, aber ihr habt ja hier den Chart, auf den ihr gucken könnt. Und ich beglücke euch mit Vorlesen. Hier die Eckdaten zu meinem Trading. Kontotyp, Echtgeldkonto, okay. Asset, er handelt, so wie ich sehe, fast ausschließlich nur Nasdaq 100. Per CFD, wenn ich es richtig sehe. Timeframe ist der Minutenchart, da ist er wirklich unterwegs. Trading-Tag eingeschickt war der 15.02., also dieses Jahr. Anzahl Trades 3. Persönliche Trade-Ausrichtung, sowas finde ich immer klasse, wenn das jemand schreibt. Erstens mal, seine Ausrichtung ist Trend. Er handelt also immer den Trend, er macht keinen Bewegungshandel, er macht einen Trendhandel. Ausschließlich Daytrading. Kein Halten über Tagesgrenzen oder über Nacht hinweg. Okay. Also ein Daytrader, der auf dem M1 arbeitet und dort seinen Stop nach dem Trendhandel oder nach der Trendausrichtung oder Trade-Ausrichtung Trendhandel führt. Beschreibung der Randbedingungen. Ich trade am liebsten lange Trends und ich finde, dass der Nasdaq 100 ein gutes Asset dafür ist. Denn wenn er mal in eine Richtung läuft, long oder short, dann läuft er weit und konsequent in diese Richtung. Das stimmt. Ich selber handle den Nasdaq gern, aber nicht auf der Minute, eher auf dem Zehner, aber da hat jeder seine Präferenzen, weil ich eben genau auf der Minute dieses Problem in den meisten Märkten habe, dass ich lange Trends seltener erwische, aber egal, nochmal, das sieht jeder anders. Deshalb trade ich ausschließlich den Nasdaq 100, okay, und der tendiert wirklich sehr schön. Nasdaq bildet in der Regel, gerade für Anfänger, wenn es darum geht, Markttechnik und was ist ein Trend und ein Trendbruch und so, das ist ein hervorragender Markt, man kann da relativ schnell und einfach sehen, wie der sich aufbaut. Ein sehr schöner Markt, finde ich. Ähnlich wie Bitcoin auf den höheren Zeiteinheiten. Sehr, sehr schön zu sehen. Ja, also diese Ausformung der Preise. Okay. Also er tradet ausschließlich den Nasdaq 100. Dabei ist es für mich natürlich nicht wichtig, in welcher der beiden Richtungen es geht. Aha. Das, wenn ich es richtig verstehe, geht es ihm darum, er will die Bewegung haben. Er sieht den Trend, den er hat. Und jetzt versucht er, den zu handeln, ohne Großwetterlage. Alles gut, dann ist es auch okay, wenn du es so handeln willst. Okay, außerdem ist ein günstiger Spread ebenfalls wichtig für mich, logisch auf der Minute, dass meine Handelszeit auf dem Nasdaq 100 auf die deutsche Zeit zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr begrenzt. Sergej, drei Bussis von mir, das höre ich gern. Da hat jemand drüber nachgedacht, welchen Markt er handelt, zu welchen Zeiten und hat auch die Konditionen angeschaut, die der Markt zu den Zeiten ausbildet. Da ich ausschließlich Daytrading betreibe und maximal immer nur eine Position zu einer Zeit offen habe,
Nochmal dran positionieren. Schließe ich meine Position spätestens um 22 Uhr für den jeweiligen Tag, da ab diesem Zeitpunkt auch das Spread teurer wird. Wunderbar. Also da sind wir absolut d'accord. Beschreibung des generellen Vorgehens. Also ihr merkt, der Serge hat sich wahnsinnig Mühe gemacht und damit kann man natürlich auch dieses Chartbild ganz anders angehen. Und das macht wirklich Spaß und Freude. Ihr müsst nicht eure Lebenssituation schreiben, ob ihr gerade Liebeskummer habt oder pleite seid oder gesund oder krank, sondern es geht mir um diese Dinge, die immer klasse sind, wenn jemand das dazulegt, wenn Trades eingesendet werden. Okay, Beschreibung des generellen Vorgehens. Bei der Wahl der Kontraktgröße, jetzt Achtung, da haben wir es. Bei der Wahl der Kontraktgröße achte ich darauf, dass ich 1,5 Kontrakte weniger nehme, als ich maximal nehmen könnte. Die maximal mögliche Kontraktgröße orientiert sich natürlich an meiner aktuellen Balance und dem Asset, was ich handeln möchte. Hier Nasdaq 100, das heißt, meine Kontraktgröße ist gleich die maximal mögliche Kontraktgröße, die er sich also leisten kann, auf den Tisch zu legen, aber 1,5 Kontrakte weniger. Ich finde es klasse, hier sind Gedanken zum Money Management. Jeder Trader kommt in diesen Bereich, wo er beginnt, das gleiche Tüfteln aufzubringen wie bei der Erkennung von Chart-Setups, die dir nur Gewinne bringen oder nur Verluste. Genauso fängst du an, mit dem Money Management das irgendwann zu machen. Und da gibt es auch wiederum ganz individuelle Geschichten, wann welcher Trader in welchem Markt was benutzt und was weglässt, aber weniger Kontrakte nimmt. Aber es bezieht sich auf den Markt und auf bestimmte, Rahmenbedingungen, die der Serge hier sehr, sehr schön beschreibt. Okay. Bei meinem Trading-Ansatz möchte ich einen möglichst langen Trend mitnehmen. Dabei suche ich mir nach Erfahrung, Gefühl, ein Price-Level aus, von dem ich aus Short oder Long gehe und auf eine sich entwickelnde, möglichst große Differenz hoffe. Was CFD sehr auch aussagt, ja, Contract to Difference. Aber Serge, wenn du diese großen Differenzen willst, dann guck doch mal auf die Großwetterlage, weil dort kannst du sie mit guter Wahrscheinlichkeit entdecken, wo Stellen sind, wo das vielleicht passieren könnte. Aber vielleicht hast du auch vergessen, die Dinge einzuschicken. Meine Erfahrung, Gefühl besagt, dass ich kurz nach impulsiven Bewegungen am Markt aktiv werde. Ich nutze keine einprogrammierten Stop-Losses, sondern eher eine Ausstiegslogik, und zwar, wenn es mehr als 2 Minuten Kerzen gegen mich läuft, schließe ich den Trade und mache einen Wiedereinstieg in die entsprechende Richtung. Dies wird auch bei den folgenden Trades deutlich, die ich hier zeige. Bei den folgenden Trades war das Preislevel 14.493. Also ihr seht jetzt, wir sind auf der ersten Folie, hier die ganze Zeit schon anstarren müsst. So, wir haben den ersten Trade long. Also wie er es beschreibt, nach entsprechenden Bewegungen, impulsive Bewegungen des Marktes, fängt er erst an. Und er beschließt, dass er nach 2 Kerzen, ich nehme an, der Start seines Trades, und jetzt ist für ihn wichtig, ob die 2 Kerzen für ihn oder gegen ihn laufen. Laufen die gegen ihn, macht er zu. Okay. Es ist zwar nicht ganz aus meiner Logik, aus meiner Welt heraus, dass ich sage, ja, so würde ich es auch machen. Aber wenn es eine feste Regel ist und er sich dran hält, dann ist das für mich schon mal okay. Allerdings, was macht er, wenn die 2 Kerzen, die gegen ihn laufen, so aussehen, wenn er long geht? Hat er dann einen entsprechenden Risikobetrag kalkuliert oder ist das genau das, was er auffängt mit der 1,5 Kontrakte weniger? Keine Ahnung, das beschreibt er nicht, aber ich finde schon mal gut, dass da solche Gedanken da sind. Okay, und wir sehen den ersten Trade, Long, das waren Verlusttrades. Kontraktgröße hat er zugeschrieben, 7,4 hat er genommen, von 19.20 Uhr bis 19.25 Uhr. Und er hat, was schreibt er hier, Differenz 11,6. Wahrscheinlich, wo es ihn erwischt hat. Ne? Okay, Beschreibung. Ich bin long eingestiegen, weil ich dachte, dass eine impulsive Bewegung an dieser Stelle nach unten möglicherweise eine impulsive Bewegung nach oben zur Folge hat. Aha, also er geht hier davon aus, dass das Ding vielleicht nochmal startet. Da wäre es wichtig, die übergeordnete Großwetterlage zu sehen. Denn wenn das hier nur eine Korrektur darstellt, die schön an Punkt 2 zurückläuft, dann würde ich so einen Trade vielleicht auch machen und versuchen, es tief zu fischen. Aber nochmal, keine Ahnung, wenn er eben sagt, ich sehe die ausgedehnte Bewegung und komme mal in die Gegenrichtung. Ich meine, solange er einen Trend hat, würde er die Korrektur handeln, je nachdem. Ne? Aber es ist auch eine Technik. Warum nicht? So, okay, es ging aber schief und er ist ausgestiegen. Genau, er war mit den 2 Kerzen und also ist er raus. So, Trade 2, auch der wurde sofort danach eröffnet. Ihr seht es hier. Das war also
Trade Nummer 2, da ging der Klamme los, ausgestoppt und eröffnet, und zwar in die Gegenrichtung. Also erst war er long, jetzt geht er short. Okay. Kontraktgröße 7,3, leicht geringer als die erste. Also da wird berechnet, was ich echt nicht schlecht finde. So, Differenz 12,4, Beschreibung. Der Short-Wiedereinstieg, da haben wir es wieder, Wiedereinstieg. Es war kein Wiedereinstieg. Der Wiedereinstieg wäre gewesen, dass er ein passendes Signal in die Long-Richtung bekommt. Und wenn das jetzt unglücklicherweise zerlegt wird, weil eben die Bewegung vielleicht noch weiter nach unten geht, dass er jetzt einen Wiedereinstieg in die Richtung, die ursprüngliche Richtung und die ursprüngliche Idee hat. Ich weiß, dass er jetzt einfach meint, er hat einen zweiten Trade gemacht, weil er wieder in den Markt gegangen ist. Aber der Wiedereinstieg bezieht sich ja auf die Gültigkeit der Großwetterlage und des Signals. Und solange die Großwetterlage da ist und das Signal, sage ich mal, wieder gültig wird, nachdem du ausgesagt worden bist, kannst du einen Wiedereinstieg machen. Ja? Also bitte nicht verwechseln, wie es bei Micha vorhin mit den Serien. Ja, es ist einfach das Wording, was im Trading oft verwirrend ist, weil man hat, jeder hat seine eigenen Fachbegriffe oder seine eigenen Logiken. Aber noch ein Wiedereinstieg im klassischen Sinn war es jetzt nicht. Es war einfach die Eröffnung eines neuen Trades, diesmal in die andere Richtung. Okay, lass mal sehen, was hat er geschrieben? Short-Wiedereinstieg begründet sich auch aus der Tatsache, dass der Preis unter meinem definierten Preislevel von 14,493 liegt. Das heißt, er nimmt ein Preislevel und guckt jetzt, was drunter oder drüber ist. Auch okay. Hierbei reduziere ich die Kontraktgröße von 7,4 auf 7,3 um 0,1, sodass ich etwas Luft für meine freie Margin habe. Also er macht sich viele Gedanken, man merkt es. Gerade was das Money Management angeht. Und jeder, der jetzt sagt, wie tradet denn der Sergej? Ja, zu dem muss ich sagen, okay, mag es vielleicht jetzt nicht in den klassischen Herleitungen sein, wie ich es auch predige und auch selber trade, aber dieses Denken über die Margin, über die Kontraktgrößen, wenn da ein ausgeklügeltes System dahinter steckt, dann ist das wirklich eine klasse Sache. Denn das große Geheimnis im Börsenhandel ist ja der, du kannst von der Börse keine Ahnung haben, aber wenn dein Money Management passt, kannst du Geld verdienen und gehst nicht pleite. Schon mal drüber nachgedacht? Wenn einer keine Ahnung hat und vielleicht sogar eine Münze schmeißen würde, er rettet sich oder er kommt in einen stabilen Gewinn nur über das Risiko Money Management. Deswegen viele Trader verwenden viel Zeit auf dieses Thema. Gut, wie man hier sieht, war dieser Short Trade zwischendurch auch mal ca. 40 Punkte im Gewinn. Also er meint das da, ja, hat er eröffnet, dann ging das Ding erstmal in den Gewinn. So. Und dennoch ziehe ich keinen Stop-Loss auf Einstand oder nach, da ich nicht ausgestoppt werden möchte mit einem kleinen Gewinn. Also wiederum, er hat das offen, er hat keinen festen Stop-Loss im Markt, sondern macht es eben über seine Kalkulation. Okay? Ich sage halt, solche Geschichten können halt übel werden, wenn der Markt schnell wird, wenn er erratisch in eine Richtung pumpt und plötzlich nicht mehr aufhört und du eben dann nicht rauskommst. Ja, deswegen, ich benutze immer einen festen Stop-Loss. Ich kenne viele Trader, die benutzen keinen festen Stop. Man sagt so eine Art Soft-Stops, die also zu gewissen Bedingungen erst greifen. Ist okay, ich habe das nie probiert, ich bin zu verhaftet, ich möchte raus, wenn es nicht klappt, weg. Und habe ich eben meinen Verlust, aber komme wieder. Ne? Okay, also er möchte mehr Gewinn haben. Ich habe für mich definiert, dass ich nur mit Verlust ausgestoppt werde oder gar nicht. Aha. Deswegen benutze ich keinen einprogrammierten Stop-Loss. Ich möchte auch verhindern, ausgestoppt zu werden mit kleinem Gewinn, um danach zu sehen, wie der ursprünglich angedachte Trend sich im Nachhinein doch entwickelt und ich bin nicht dabei. Beziehungsweise wenn dann nur mit einem schlechteren Preis als zuvor. Das ist ein interessanter Beitrag. Danke, Sergej, für die super Texte. Man erkennt hier eines, ich sage es jetzt mal gemein. Hier wird nicht konstant durchgehandelt, sondern das Problem, was er doch beschreibt, dieser Riesenfrust, den wir doch alle kennen, Leute. Ne? Du hast alles richtig gemacht und du bist nicht dabei, wenn der Markt endlich rennt. Aber das hat wirklich mit dem Wiedereinstieg zu tun und Achtung mit der Qualität des Signals. Also ich steige nicht 6-mal in eine scheiß Marktphase ein. Wenn ich das mache, dann haue ich mir die Stirn auf die Tischplatte vor lauter Frust über mich selber. Habe ich allerdings eine gute Signallage, wo ich ja sehe, da kann es kommen, da kann es drucken, dann bin ich bereit, auch Wiedereinstiege zu machen und auch mehrfach ausgestoppt zu werden. Und zwar immer mit einem festen Betrag. Fester Betrag. Oder unter dem, also im Sinne von weniger. Okay, diese Angst, dass du nicht dabei bist, jetzt den Stop wegzunehmen, das hat ja eigentlich nur der Gedanke, dass du jetzt mehr oder weniger deine Haltedauer wechselst, aber dann bitteschön doch auf die Stop-Levels von den höheren Zeiteinheiten, dafür sind die doch da. Du machst Daytrading auf dem 1-Minuten-Chart nur Trendhandel, hast aber ein Problem, dass der Trend ohne dich läuft.
da passt was nicht, Sergej. Es passt sehr vieles, was du schreibst, aber da erkenne ich, okay, da ist eine gewisse Diskrepanz drin, logisch, wo du versuchst, Lösungen zu finden, was du alles sehr, sehr gut machst, aber denk mal drüber nach, ja, warum denn auf dem 1-Minuten-Chart lange Trends handeln wollen, wenn man, sag ich mal, den Stop nicht eng rannehmen will, dann brauchst du nicht auf dem 1-Minuten-Chart handeln, ja, sag ich jetzt mal ganz grob und ohne Vorwurf, sage ich, klasse Text, ich lese mal weiter, okay? Oh, ich möchte auch verhindern, ausgesetzt zu werden, genau, ursprünglich angetrachte Trends sich im Nachhinein doch entwickelt und ich nicht dabei bin, beziehungsweise wenn dann nur mit einem schlechten Preis als zuvor. Deshalb beinhaltet mein Ansatz eine Verlusttoleranz, die zwar von vornherein nicht einen festgelegten Wert hat, jedoch immer größer als null ist. Also ein Verlust ist immer definitiv da, bevor ich einen Trade schließe. Oh. Jedenfalls sieht man hier, dass um 19.50 Uhr eine starke bullische Bewegung möglicherweise einen neuen Longtrend einleitet. Hier unten meint er das. Was mich schließlich zur Aufgabe meines Short-Engagements mit Verlust von 12,4 Punkten bewegt hat. Also sprich, schaut mal, er ist super im Trend eigentlich dabei. Jetzt kriegt er genau das ab. Boing. Wo übergeordnet muss da eine Stelle sein, wo mehr Käufer in den Markt kommen als Verkäufer. Er zieht oder sichert seinen Gewinn nicht und wird jetzt hier, macht er den Trade selber zu, nach seiner Regel, dass er erkennt, aha, ich bin im Verlust und das muss er noch abgleichen, auch wiederum mit Gefühl und Erfahrung. Ich möchte nichts dagegen sagen, wenn jemand auf dem 1-Minuten-Chart den Nahkampf sucht und das gerne macht, ohne dass er nach oben guckt. Aber dann muss die Flexibilität auch da sein, rein und raus zu fliegen. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn du in den Tümpel reinsteigst, ohne den großen Fluss, okay, dann bist du aber im Tümpel. Dann musst du also traden, als ob du im Tümpel bist. Ja? Klingt jetzt total doof, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt kommen wir zum Trade Nummer 3, der aber wirklich ein super Gewinn ist. Guck mal, was er da schreibt. Ja, Trade 3, Long, Gewinn, genau, sieht man. Hammerdistanz, Kontraktgröße 7,10, also leichte Variation ist immer drin. Also hier ist ein Abgleich am Gehen, denke ich mal, A von seiner Margin, die er legen muss, B von dem Kontostand, was er hat, ob Verluste oder Gewinne da sind und entsprechend passt er das an. Ne? Okay. Beschreibung. Ich reduziere die Kontraktgröße von 7,3 auf 7,1 um 0,2, um genügend freie Margin und somit Spielraum für den Worst Case zu haben und steige Long ein. Das heißt aber, diese Margin-Kalkulation bezieht sich ja darauf, wenn er jetzt long geht, dass er davon ausgeht, dass er da unten eventuell rausfliegt. Entsprechend passt er jetzt, sage ich mal, die Positionsgröße an, aber dafür braucht er ja ein gewisses Level, sage ich mal, einen Geldbetrag, unter das er nicht rutschen will oder über das er nicht rutschen will, wenn es in den Verlust kommt. Also Sergej, die Ideen sind nicht schlecht. Vielleicht packe ich es auch gerade nicht aufgrund der Hektik der Zeit. Aber diese Überlegungen, die da sind, die sind echt nicht schlecht. Nur mir fehlen ein paar Komponente, dass ich es richtig nachvollziehen kann. Aber ich finde es klasse, wie du es beschreibst. Und deswegen, ich lese mal weiter. Okay. Ich steige Long ein, da der aktuelle Preis bei 14.501 liegt. Also über dem Preislevel, was er definiert. Ich denke, manche Trader reden da auch vom fairen Preis. Über oder unter dem fairen Preis, dass sie dann erst aktiv werden. Viele Trader sagen, ich werde erst aktiv unter dem gleitenden Durchschnitt, über dem gleitenden Durchschnitt. Und das sind aber alles Dinge, die man eben festlegen und variieren muss. Ja. Ich halte mich da gerne nochmal für mein Trading jetzt, einfach an den Chart, an die Großwetterlage und an das Signal. Aber ihr erkennt, es gibt Trader, die handeln ganz anders, auch wenn sie einen Trend sehen, auch wenn sie Kerzen offen haben. Und nochmal, wenn das abgestimmt ist, wenn da ein System dahinter ist, ich habe da nie was dagegen. Okay. In Ordnung. Wir machen weiter. Der Trade entwickelt sich zunächst vielversprechend. Schaut mal, das Ding rennt richtig nach oben durch. Eine starke bullische Bewegung bei bis 20.21 Uhr. Okay. Zwischen 21 Uhr und 20.45 Uhr ist der Trend unsauber und eigentlich nach Markttechnik gebrochen. Wartet mal. Hintere Drittel, ja. Ja. Ja, genau. Genau, hier runter, jawohl, stimmt. Achtung, er ist ja mehr oder weniger, er hat jetzt eine Impulsbewegung gesehen. Ich möchte mal frech fragen, würde er denn nicht short kommen nach seiner Vorgehensweise? Also wenn er doch eine lange Bewegung hat, dann fängt er doch an, erstmal dagegen zu gehen, wie beim ersten Trade. Dann müsste er doch jetzt auch dagegen gehen. Warum macht er das nicht? Dann müsste er den Trade eigentlich hier zumachen und short kommen. Wenn das doch diese Vorgehensweise ist, die er beschreibt. Ich bin gerade gemein, Sergej, ich weiß. Ne? Aber nochmal, wenn es einen Grund gibt, in den Markt einzusteigen, gibt es auch einen Grund, in den Markt auszusteigen. Weil über den Preislevel schreibt gerade einer im Chat. Also das Preislevel muss dann die grundlegende Information für, oder die, alles wird dann übers Preislevel durchgefiltert. In Ordnung, okay, das ist was anderes. Also ihr merkt, ne,
der Micha und ich planen hier nicht viel. Und ich lese die Trades, ich überfliege die manchmal, aber ich möchte es mit euch gemeinsam erarbeiten. Da kann ich auch Fehler machen, manche Dinge nicht verstehen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Oft lerne ich Trader kennen, auch wenn es um Seminare geht. Die sagen, ich möchte gerne ein Präsenzseminar wieder haben, Jon, weil dann lerne ich andere Trader kennen. Ja? Und ich finde das nicht schlecht, wenn man jetzt jemanden sieht, der etwas beschreibt, was für mich jetzt nicht alltäglich ist in meinem Trading, aber er beschreibt es sehr, sehr gut. Und damit ist ganz klar, jeder soll machen, wie er will, aber er braucht eine gewisse Logik und Wiederholbarkeit. Ne? Aber nochmal, dann nehme ich das zurück. Wenn er über ein Preislevel ist, stimmt, dann darf er nicht short gehen. Okay, also der Trend wird unsauber, wird sogar gebrochen. Genau, da tieferes Tief um 21.07 Uhr. Das war hier an der Stelle. Einen noch viel stärkeren Defekt bekommt der Trend um 22.41 Uhr. Okay, das sind psychologisch sehr schwer aushaltbare Situationen, da man seine Gewinne dahin schrumpfen sieht. Mich belastet sowas in der Situation schon sehr. Halt, Trendbruch war also hier, den meint er wahrscheinlich als Erste, und dass das runterkommt. Das ist zu diesem Zeitpunkt aber auch relativ normal, würde ich mal sagen, nach 22 Uhr. Das ist der amerikanische Zeit, 22.41 Uhr. Da ist doch eine Pause. Im Dow Jones gibt es immer eine Handelspause, 22 Uhr bis 22.15 Uhr. Dann geht es erneut los. 15 bis 45. Ja, alles klar. Das heißt, da ist ja weniger los im Markt. Da kann es auch relativ schnell mal in die Gegenrichtung gehen und dann wieder weiterziehen. Ne? Das sind so Geschichten, wo man halt dann gucken muss. Dieser Nachthandel, ich habe das früher genau im Kopf gehabt. Ich mache ihn in der Zwischenzeit, nämlich mache normal Feierabend in der Zwischenzeit. Aber für alle, die halt nachts unterwegs seid, schaut euch die Märkte genau an. Es gibt, auch wenn es 24-Stunden-Märkte sind, bei Aktienindizes durchaus, sage ich mal, Pausen. Ist das jetzt 22 Uhr? Hält er das über Nacht jetzt? Ich mache mal weiter. Danke für den Hinweis. Aber du redest auch mal lang, Micha. So, jetzt rede ich auch mal lang. Nein, deswegen meine ich das nicht. Sondern nur, weil er doch gesagt hat, er hält es genau, nicht immer nach. Genau. Jetzt reden wir über die 22 Uhr. Also er hat psychische belastende Geschichte. Mich belastet sowas in der Situation schon sehr. Man muss ja doch einen Weg finden, damit umzugehen oder man beendet eventuell den Trade mit jeweiligen Gewinn. In solchen Situationen muss ich oft an dein Zitat denken, Jochen. Oh. Den du aus diesem U-Boot-Film mal in einem deiner Videos gebracht hast. Da, wo das U-Boot mit Fassbomben attackiert wird und wo der Kapitän sagt, ab jetzt wird es psychologisch, meine Herren. Ja, ach Gott, das habe ich vor vielen Jahren mal im Vortrag gesagt. Das Boot, ne, jetzt wird es psychologisch, meine Herren. Ja, genau das sind die Situationen, die du als Trader dann aushalten musst. Ja, okay, aber ich mache mal weiter. Das ist definitiv psychologisch in diesen Situationen. Also, er erkennt es, er hat einen super tollen Gewinn. Uiuiuiui, jetzt geht der Gewinn weg. Er möchte aber den Trend handeln. Meine Frage, inwieweit will er den Trend handeln, wenn doch ein gewisses Preislevel für ihn doch wichtig ist, ob er drüber oder drunter sich befindet? Also wenn das Preislevel doch dann unterschritten wird, dann wäre das doch für ihn aber auch die Zeit zu gehen. Und es würde doch dann auch passen, sage ich mal, dass der Trend auch zerlegt ist, nach meiner Logik. Ne? Achtung, ich kritisiere nicht, ich frage ihn. Vielleicht, wenn er da ist, dass er es schreiben kann. Also, Fazit. So. Es hätte auch schief gehen können. Ja, kann es immer. Aber mit diesem Risiko lebt ein Trader eben. Jawohl. Vielleicht gibt es bessere Strategien als meine und bestimmt mache ich auch unnötige Verluste über die Zeit durch das Nicht-auf-Einstand-Ziehen des Stop-Losses. Trading ist für mich jedenfalls mental sehr fordernd und ich bin weit entfernt davon zu behaupten, ich sei ein guter Trader. Das glaube ich nicht. Wer sich solche Gedanken macht, ist auf dem richtigen Weg. Ich bin realistisch, auch wenn die Wahrheit wehtut, ja, und man manchmal Angst vor ihr hat. Ja, da geht es dir wie mir auch. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie weit ich mit meinem Ansatz komme oder wie lange es dauert, bis mein Konto Schrott ist. Ich habe für mich selbst definiert, sollte mein Konto bankrott gehen, mit diesem Ansatz höre ich auf mit Trading. Und ich sage dir, Sergej, hör auf, aber du kommst wieder. Alle kommen wieder, weil du wirst neue Ideen haben. Du wirst darüber nachdenken, was habe ich falsch gemacht? Was könnte ich besser machen? Und dann kommst du wieder. Ich habe keinen erlebt, der wegblieb. Mich eingeschlossen, ja, aber ich habe auch genug gesagt, ich lasse den Scheiß. Und was passiert? Du denkst und denkst, nee, da habe ich doch einen Fehler gemacht. Und ja, aber ich finde es super, dass du den Ansatz entwickelst. Das ist kein Gelaber von meiner Seite, sondern ich finde es klasse, es ist strukturiert. Nochmal, von meiner Seite, jetzt mit meinem Trendteil und Markttechnik sage ich, ja, jetzt durch einfacher, alle deutlicher. Aber wenn es für dich funktioniert und vor allem mit dem Money Management, dass du wirklich schaust, dass du keinen Maximalverlust überschreitest pro Trade und dann hochgezählt, das ist wirklich ein Qualitätsmerkmal. Und deswegen der Ansatz, den du entwickelst, verfeinere ihn, mach ihn weiter. Und vor allem, wenn du ihn wiederholen kannst, das siehst du ja dann. Nicht nur Gewinne, sondern auch im Verlust kannst du es wiederholen und kannst du zum Beispiel Abstufungen machen, dass du sagst, oh, jetzt habe ich eine ganz klasse Situation im Markt.
da will ich, oder da habe ich eine Situation im Markt, wo es weniger toll ist. Da du aber sagst, du handelst den Trend auf dem 1-Minuten-Chart, bist du dann eh nicht auf die schnelle Bewegung in der Minute angewiesen, sondern es kann ja auch 3 Stunden in die Seite laufen, wenn du den Trend handelst. Und das sind so kleine Widersprüchlichkeiten, wo ich halt gerne einhake. Ne? Gut, PS, Jochen, es kommt Lob zu den Videos, zu unserem Webinar. Ja, und dass es viele eben mögen, dass der Micha und ich hier nicht die Supermenschen raushängen. Sind wir nicht. Ja? Wir sind Trader, wir haben unsere Verluste, wir haben Tage, telefonieren wir. Und ich sage, sag mal, hast du es heute gesehen? Mich hat es voll erwischt. Und er sagt, ja, ich habe dafür heute einen guten Tag. Also nochmal, es ist alles sehr menschlich. Trading ist menschlich. Und jetzt in den Webinaren auch zwischenmenschlich. Anders geht es nicht. Sergej, ganz, ganz lieben Dank für die Beschreibung, für die Einsendung. Das ist toll, das ist spannend, es ist ergänzend und es macht es ein bisschen vielfältig. Micha, ich gebe an der Stelle an dich zurück. Also da, wie gesagt, die Ansätze, sie sind sehr unterschiedlich. Gell? Und jetzt muss man nur mal überlegen, ein Trade besteht ja eben nicht nur aus dem Einstieg, aber eben auch nicht nur aus dem Ausstieg, sondern auch dem, was zwischendrin ist. Gell? Und es mag sein, dass bei dem einen oder anderen, wenn man so zuhört, wo man sagt, boah, das ist irgendwie, nee, der Einstieg passt nicht. Aber vielleicht ist im Ausstieg was Interessantes dabei. Oder bei dem anderen ist es genau andersrum. Oder aber weder der Ein- noch der Ausstieg, sondern vielleicht mitunter, wo er sagt, guck mal, interessant, warum tut er denn an der Stelle, wo in dem laufenden Dreh der Markt das und das macht, er nicht so und so reagieren, losgelöst von dem Rein und Raus. Sondern wie, warum ist er zwischendrin so, wie er ist, der Trade? Und mitunter man an der einen oder anderen Stelle vielleicht was für sich raushören kann. Oder. Übrigens, an der Stelle. Sag Jochen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den nächsten Screenshot einblenden müssen. Das war die Geschichte um 22 Uhr. Dingensbummens, wo er gesagt hat, oh, der ganze Gewinn geht weg. Das ist eine psychologisch fordernde Situation. Ist es. Deswegen, ich mache gerne im Kurzfristhandel entweder Teilverkäufe oder nehme Stop ran. Ja. Oder ich gehe gleich auf größere Zappenheiten, wo ich sage, in Ordnung, jetzt kommt irgendwann eine größere Korrektur rein. Bin ich bereit, die gegen mich laufen zu lassen, für den Fall, dass ich noch mehr verdienen kann? Oder bin ich halt nah dran? Micha, aber jetzt zurück zu dir. Nein, also das meinte ich ja genau an dieser Stelle mit diesem oder mit allen anderen Trades. Gell? Ja. Und im Wesentlichen ist es dann wirklich, und das ist ja eigentlich das Interessante, wenn man Trades miteinander bespricht. Also ich höre ja auch immer, was den einen und was den Ausstieg betrifft, halt weg, weil da ist egal, was der andere da macht oder nicht. Ich würde das jetzt nicht zwangsläufig in den eigenen Handel mit reinbringen, genauso wie jeder andere, der ein bisschen seinen Handelsstil schon hat, den anderen Ein- oder Ausstieg fachlich sicherlich versteht, ohne dass er heimlich mitschreibt, weil er sagt, das muss ich jetzt auch so machen. Also das ist okay. Das ist okay, aber das dazwischen, wo du wie dem U-Boot sagtest, da wird es jetzt psychologisch. Warum würde er bei dieser Korrektur drinne bleiben, sagt kein Satz dazu, ich wäre schon dreimal aus dem Fenster geschwungen. Das ist es ja, ne? Was es vom Plan abkommt. So, oder eben nicht vom abkommt. Und ich denke, dass die Korrekturen ja der wesentliche Punkt sind. Ja. Und es gibt dann halt Trader, die tun genau diese Korrekturen. Und jetzt Achtung, ich rede nicht von dem Einstieg in die Korrektur. Also, dass man sagt, ich nutze die Korrektur zum Einstieg, das wäre ja schlau, aber selbst wenn ich aufgrund einer Korrektur in dem Markt drin bin, kommt ja dann, wenn ich drin bin, auch auf mich das zu, was ich vorhin zum Einstieg genutzt habe, nämlich die Korrektur. Ja. Also jetzt mal, ob ich Bewegung oder Trend handle, ist immer völlig egal. Und wie halte ich das dann halt einfach aus? Ja, je nach fachlicher Regel mal mehr, mal weniger. Oder aber, wie gehe ich damit schlau um, dass wenn ich sehe, dass der Markt auf mich zufliegt, welche mentalen Finden habe ich mir Stück für Stück angewöhnt, um dieses eben besser auszuhalten? Und wie gesagt, wir hatten es mal in einem von den vorangegangenen, ich weiß nicht in welchen, wo wir gesagt hatten, mal zum Spaß, diese Korrekturen, gerade für die, die Trends handeln, aber auch die, die Bewegung handeln, untergeordnet ja dennoch ein Trend ist, wo man sagt, die mit dem Trading anfangen. Was heißt denn Trading üben? Aus meiner Sicht unter anderem, neben vielen fachlichen Sachen, aber unter anderem, dass es dir gelingt, eine Korrektur auszuhalten. Was du siehst, die tut nicht weh, die muss nicht deinen Stopp holen, da passiert nichts. Im Nachgang wirst du belohnt mit einem noch höheren, dass du also merkst, dass das eine Einstellungssache ist zu der Korrektur. Die Korrektur fordert dich.
Jede Korrektur, vor jeder Trade, die du machst, kommt eine Korrektur, im Kleinen wie im Großen, völlig egal. Und die fordert dich zum drüber nachdenken, den ganzen Ansicht zu dem Trading. Ja, was ist es? Hilfe, nimmt er mir die Gewinne weg? Oder wo du sagst, geil, es kommt die Korrektur, weil aufgrund von der kriege ich jetzt noch mehr. Und alles, was man fachlich daran anknüpfen kann, was ja eine ganze Menge ist. Gell? Und hier die Nasdaq, und deswegen sage ich das, die ist ja ein Markt, wenn der Gas gibt, dann kommen aber auch mitunter Korrekturen, die sind dann deftig stellenweise, gell? Schnell und zügig und zack, sind sie wieder oben. Gell? Das merkst du. Wenn du die letzten Tage dir anguckst in der Nasdaq, kennt das Ding nur eins nach oben. Gell? Das ist ja nur gefühlte 83 grüne Kerzen hintereinander. aber zwischendrin kommt halt doch auch mal, wenn auch nur auf der kleinsten Ebene, dann halt mal eine Korrektur, aber wehe, es kommt dann halt mal, gell, peng. Also ist okay. Und jetzt muss ich gucken, ist das in meinem Bauplan drin oder nicht drin. Na klasse. Jetzt gehe ich nur auf die Uhrzeit, weil die eine Frage, Jochen, mit diesem Fachwissen, was unterscheidet es? Ich würde sagen, ich würde fast meinen, wir machen das beim nächsten Mal. Ja, weil Pizza ist kurz vor und Essen oder kurz ist, vor genau. Und diese Frage, also sie wäre zu schade, als wie dass wir sie jetzt halbherzig behandeln, ja, wenn bitte. Wir auf die Uhr gucken. Ich sag's mal so, ja, gell? Bitte, also wir sind jetzt keine, die jetzt auf die Uhr generell gucken. Normal hieß es immer eine Stunde, sind wir bei zwei. Alles okay, aber ich würde sie jetzt so ungern jetzt mal... Nee, machen wir das nächste Mal, komm. Machen wir das nächste Mal. Heißt also, ich würde mich freuen, wenn wir diese Frage erinnern uns, die der gestellt hatte, was das Fachwissen betraf. Also Achtung, er fragte, was ist der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem erfahrenen Händler? Aber die Frage selbst stellt er nicht so, sondern er sagt, wenn doch, wie überall gesagt wird, das Fachwissen so wenig ist. Und da gebe ich ihm ja völlig recht. Und es ist schon eine interessante Frage. Und vielleicht können wir diese einfach für die 14 Tage da zum Einstieg nehmen, weil da sind wir echt schnell mal wieder da ein bisschen drüber. Ansonsten dann lieber vielleicht noch, wenn ihr jetzt im Chat eine Frage irgendwas habt, dann tun wir lieber das jetzt auf die Schnelle noch beantworten. Ansonsten... ich hoffe halt, oder ich bin so frei, ich finde, die Webinare, die wir jetzt gehabt haben, werden immer besser. Das hat aber damit zu tun, dass natürlich das Publikum sich wohlfühlt, Fragen einbringen kann, viele, die Trades einsenden, auch mit Fragen daherkommen. Und das, sage ich mal, bauscht die Sache auf. Das ist wirklich, ich finde es hervorragend. Will aber noch einen Satz dazu sagen, jetzt, wo wir ja Zeit haben, die 12 Minuten noch. Das Problem zum Beispiel mit der Korrektur, wie der Michael es sagt, das habe ich auch. Also wenn ich langfristige Trades mache, habe ich eine Grenze an Geduld, die ich nicht mehr ertrage und den Gewinn nehmen muss. Also wenn ich mal 3-4 Tage richtig abschöpfe, selten genug, aber wenn Langfrist-Trader das rennt, dann ich habe einen solchen Kampf zu führen, auch heute noch, dass ich wirklich mit mir hadere. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber ich will damit Folgendes sagen. Nicht, dass ich jetzt der Gute bin, weil ich da ein Problemchen habe, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir so gestrickt sind, wie wir gestrickt sind. Es gibt manche Leute, die sind schmerzfrei und andere sind entsprechend empfindlich. Was ich am Trading aber so klasse finde, und das ist jetzt die Botschaft, die ich bringen möchte, jeder kann nach seiner Fasson hier glücklich werden. Das glaubt erst keiner, aber wenn ihr aufhört, euch zu vergewaltigen, sondern einfach mal euch annimmt, dass er sagt, okay, ich habe das Problem, dass ich nach dem 5. Fehltrade mich aus dem Kellerfenster in die Tiefe schmeißen will, dann ist es doch okay. Dann verändert die Qualität, dass du weniger, sag ich mal, Verlust-Trades machst. Hast du Probleme im Gewinn? Ja, hast du Stress im Gewinn? Da gibt es Gründe dafür, die kannst du vielleicht nicht abstellen. Mach doch nichts. Dann überleg dir eine Technik. Und ein wichtiger Schritt, damit das funktioniert, ist, red mit anderen, vergleich dich nicht mit anderen und guck nicht nach, was andere Trader verdienen. Du musst in deiner Welt bleiben. Also das war für mich die Lösung. Bleib in deiner Welt und dann klappt es. Ja? Weil wer kann dir denn einen Vorwurf machen, außer du dir selber, wenn jetzt der Gewinnlauf nicht genügend ausgeschöpft worden ist. Das ist schlimm genug mit dir selber. Aber wenn du noch von außen rein gesungen bekommst, ja, dann belastet es extrem. Das wollte ich noch als mein Senf obendrauf geben. Also das, was du sagtest mit der Kreativität. Und ich glaube, wenn Börsenhändler sich untereinander unterhalten,
dann ab einer gewissen Stufe hört man, wie gesagt, was Ein- und Ausstiege betrifft, im Grunde ja weg, weil du sagst, interessant, was du machst, aber ich würde es jetzt nicht so machen, weil was anderes. Aber das ist auch nicht schlimm. Das heißt, das hat ja nichts mit Ignoranz oder irgendwas zu tun, sondern jedem ist ja klar, jeder macht was anderes. Aber dennoch gibt es eine Menge Sachen, was ja am Ende auch mit dem Begriff eben nicht Handelsstil, sondern Arbeitsstil gemeint ist. Das ist ja was ganz anderes, wo man sagt, hey, wie gehst denn du damit um, dass deine Absicht und dein Verhalten deckungsgleich bleibt? Die Absicht hier ist eine ganz andere wie meine, mitunter. Da wollen wir gar nicht diskutieren. Aber dein Verhalten interessanterweise ist gleich wie meins, an der und der und der und der Stelle. Und wie schaffst du an diesen Stellen kreativ zu sein? Beziehungsweise, was hast du für ein Problem und wie hast du es gelöst? Und das hat nichts mit dem Einstieg zu tun, weil ich kann den Einstieg den 300. Indikator wechseln. Wenn ich nach der ersten Korrektur ein Problem habe, dann hat das mit dem Einstieg, dann ist das ja die völlig falsche Stellschraube. Weil nachdem ich drin bin, habe ich erst das Problem. Also brauche ich ja, was den Einstieg betrifft, nicht rumschrauben und so weiter. Das heißt, an der Stelle ist, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema, es ist ein großes Thema, es ist ein gigantisches. Ja, Riesenthema. Ich hatte da auch einige in den Büchern, da mehrere darüber geschrieben, Arbeitsstil versus Handelsstil. Also es ist was ganz, ganz anderes, ein Arbeitsstil darüber zu reden. So, und schau. Jochen, kannst du mir ganz kurz nochmal den Bildschirm geben? Dann ja, natürlich. Noch zwei Fragen. Ach Gott, wir sind die ganze Zeit auf dem Chart, weil ich gucke auf dein Kamerabild hier. Warte. Jetzt muss ich dich zum Host wieder machen. So, jetzt. So kurz. Jawohl. Noch eine Frage, jetzt kurz alles bei dir. Jawohl. Okay, warte, jetzt muss ich fortfahren. Unten grün, untere Leiste, grünes Bild, Bildschirm teilen. So, dann jetzt, was sieht man was? Ja. So, jetzt hier noch die eine Frage, ein paar sind jetzt noch drin, ich versuche sie auf die Schnelle zu beantworten, Jochen, hilf mir ein bisschen. Mhm. Die eine Frage war, wenn du 6, 7 Minus-Trades hast, Achtung, jetzt geht es hier um Minus-Trades, wenn die in der Anzahl groß sind, also was weiß ich, 6., 7., 8. Trade und zeitgleich eine stabile Positionsgröße, wie funktioniert das zusammen? Achtung, also es gibt wenig Trades, wo du mal eben 8 Minus-Trades in Folge haben wirst. Aus der Korrektur heraus, dann kann es schon mal passieren, dass du hier mehrere Minus-Trades in Folge hast. Allen voran, Achtung, wenn du keinen fachlichen unscharfen Handel hast. Tust du fachlich unscharf handeln, worum es ja in den meisten eigentlich geht, dann ist das ja der Grund, weil du das hier eben nicht haben willst. Ja. Dennoch kann es passieren, dass du in der Summe viele Minus-Trades haben kannst, auch mal 8 oder 9, Achtung, aber das liegt ja auch daran, dass man, darf man nicht vergessen, nicht nur einen Markt, sondern noch einen zweiten, noch einen dritten, noch einen vierten Markt handelt. Und jeder macht für den einen, putzelt mal hier ein Dreh raus. Und in dieser Achse gesehen kann es auch mal sein, dass du 8 Minus-Trades in Folge haben kannst, die wiederum auf den einzelnen Marktbeträgen gesehen wegen weit der erste Minus-Trade ist. Achtung, das nur der Hinweis auf die Frage dahin. Mhm. Achtung, diese Achse hier musst du bei den Minus-Trades mit beachten. Also zumindest, was ich jetzt, ich habe das nur vorher nicht erwähnt, aber Minus-Trades aufs Konto bezogen ist ja der einzelne Trade plus alle anderen parallelen Trades. Das vielleicht ganz kurz dazu. Dann, Jochen, hilf mir mal, was war noch in der Frage? Jetzt waren noch ein paar drinne. Bewegungshandel, Stopplogik, welche Kerze muss abgeschlossen sein? Ja, die aktuelle Kerze muss abgeschlossen sein. Genau. Definierung von der Großwetterlage. Achtung, also die Großwetterlage, das sind große Themen, das kann man jetzt nicht auf die Schnelle machen. Gell? Achtung, wir haben viele, viele Trends und die Großwetterlage ist, Achtung, nicht die ganz Kurzfassung in einem, nicht einfach nur ein größerer. Das wäre die einfachste Antwort, aber es wäre auch die falscheste Antwort, weil dann könnte das nämlich der Trend sein, der aber auch der Trend sein. Die Großwetterlage ist bezogen eben auf deine Signallage, der eins vor dir stehende Trend. Und dieses zu erkennen wiederum ist ein bisschen nicht ganz so einfach. Ich kann es dir nur auf die Kürze sagen, aber fachlich ist es schwer, mal eben das darzulegen, weil vor dir mehrere Trends sind. Die meisten sagen, ich analysiere doch was größer ist. Ja, genau. Ja, Thema verfehlt 5. Ja. Weil dann kann es dennoch sein, dass was passiert, dass Trends übersprungen oder aber auch, dass Trends untersprungen werden. Bingo. Achtung, geht in beide Richtungen. Gell? Die Standardfrage bei mir ist immer, Jochen, die ist die Großwetterlage der Stundenchart. Und ich weil, da kann, ja, da, eigentlich müsste es ja sagen, setzen 6, aber
ist verständlich. Wenn jemand sich nicht damit beschäftigt, dann hat er einfach diese Herleitung. Also deswegen, er schreibt ja auch, das ist mitunter stellenweise etwas holprig und Achtung, ja, die Wetterlage, das ist nichts, was man, also definitiv nicht in einem Webinar versteht. Ja. Definitiv nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht der Meinung, dass man da ein 3-Wochen-Seminar dazu machen muss. Das sicherlich auch nicht. Aber irgendwo dazwischen liegt es überhaupt erstmal, die Fragestellung richtig zu verstehen, damit mir dann klar ist, welche Antworten ich dieser Fragestellung zuführen muss. Das heißt, die Großwetterlage und ihre Sinnhaftigkeit, der setzt ja voraus, dass ich überhaupt erstmal um die Bedeutung der Großwetterlage, ja, genau, egal mal wo sie denn liegt, mir überhaupt erstmal bewusst ist, damit mir dann klar ist, warum da eine Fehlerquelle entstehen kann, wenn ich bei der Suche nach der Großwetterlage übers Ziel hinausschieße. Das setzt aber voraus, dass mir überhaupt erstmal klar ist, warum ist denn der übergeordnete Trend im Trading überhaupt wichtig? Hä? So ist es, ja. So, ja. Wer kauft nach mir? Was alles weiter. Diese ganze Marktstruktur, die dahinter ist von den Marktteilnehmern, wenn ich die Stück für Stück verstanden habe, dann ist mir immer mehr klar, dass die Großwetterlage bedeutsam für mein Trading sein kann. Nicht immer zwangsläufig muss, je nachdem, aber für die Markttechnik allemal von Bedeutung ist. Und mir dann auch klar ist, warum ich das sehr genau, chirurgisch genau machen muss. Weil mitunter sonst tue ich irgendetwas analysieren, was für den Trade nicht gerade hilfreich ist. Gell? Ja. So, na das dazu. Dann würde ich vorschlagen. Jawohl. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Zur selben sehr Zeit, gern, am selben Ort. Die eine Frage, die tun wir uns definitiv. Weil das, ja, ist wirklich eine wunderschöne Frage. Und es wäre schade, wenn wir die außen vor lassen. Dann machten wir die dann gerne einfach dann gleich zu Anfang oder wie auch immer in den kommenden 14 Tagen. Die Aufzeichnung habt ihr wie immer an der Stelle nachher auf den YouTube-Channel von WH Self-Invest. Dann wünschen wir euch eine schöne, ja, im Grunde sind es ja nur 10 Handelstage, bis wir wieder da sind. Gell? Jochen, wir telefonieren sowieso. Ja, gerne, sowieso. Ja, gerne, daher, ja, passt es. Aha. Und allen anderen hier im Chat beziehungsweise den Teilnehmern wünsche ich noch einen Rest, einen schönen Sonntag, was davon übrig ist, und morgen dann einen schönen Start in die Handelswoche. Ich schließe mich an. Danke, Micha, war wirklich schön heute Abend, alle, die da sind. Jemand hat vorhin noch geschrieben, was, Jochen, du bist emotional mit Augenzwinkern. Ich sage, ja, und ich habe lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, weil ich immer dachte, ein Trader ist eiskalt und immer Herr seiner selbst. Ja, ich bin auch Herr meiner selbst, aber deswegen kann man emotional werden. Und wenn du halt mal die Brücken dann gebaut hast, das ist dann schon ein gutes Gefühl. Das, aber das ist ja genau das, gell? Ja. Viele denken, Trading ist kompliziert. Irgendwann stellt man mal fest, mitunter ist gar nicht das Trading, sondern mitunter ist man selber ziemlich kompliziert. So ist es. Der Blick in den Spiegel kommt bei dem Geschäft. Und jetzt hören wir auf. Ganz, ganz liebe Grüße an alle. Herzlichen Dank. Sendet ein. Und Detlef, ich habe dich nicht vergessen. Und du wirst leiden beim nächsten Mal. Danke für die Einsendung eines Trades, gell? Tschüss miteinander. Ja, ciao. Ciao. Ja, ciao. Bis dann.